كلمات Kleiner, ich finde die Mucke so geil bei Fishing Land. Meine lieben Freunde, da bin ich wieder, euer XY aus der. Nicht wundern, wenn ich diese Brille offen habe. Aber diese Brille schützt meine Augen vor diesen bösen, bösen, bösen blauen UV-Scheiß, wo ihr die Fresse reinblendet. Ja, deswegen diese Schutzbrille. Unten ist noch die normale Brille, die kann ich auch aufklappen. Und lieber so, als wie die Augen komplett kaputt. Meine lieben Freunde, da bin ich wieder, euer XY aus der. Ich mache ein bisschen Fishing Planet. Ich habe es rausgefunden, wie man da anfängt. Ich habe gestern um 2 Uhr irgendwas, ich glaube, die Lizenz habe ich noch. Da sieht man noch hier 2 Uhr 24 hier. Habe ich gestern noch probiert. Und zwar zeige ich euch jetzt, habe ich diesen, wie heißt der? Ich zeige euch das jetzt gleich, wie der heißt. Der heißt, wer ist der denn? Großpopper, 28 Gramm. Und das habe ich gestern probiert und dann habe ich rausgeschmissen und Everglades da drin, bumm, und der Tabun gefangen und dann nochmal eingefangen und dann Snook noch eine Spezialgröße und so weiter und so fort. Also er funktioniert. Also es gibt die Tabun in Everglades, die Zeit muss stimmen und das ist ein Oberflächenköder und der funktioniert wirklich. Ne? Also das hat mich ehrlich gewundert. Es gibt dann so ein X-Crane-Pad gibt es auch, X-Series-Crane-Pad, aber ich glaube, das ist irgendwann ein Set dabei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde das jetzt mal meinen Digis posten, mein Päckchen schläft, ne? Sie hat gesagt, ich soll in 2 Stunden sie wecken, wir sind 2 Stunden, das ist um 23 Uhr, ne? Sie ist fix and down und deswegen, lass ich jetzt schlafen, bin ein bisschen leiser, ne? So, Bescheid. So. Ein bisschen Fischchen kleiner, nur für euch, meine lieben Freunde. Ich werde das jetzt mal hier posten, ne, damit die auch hier wissen, scheint, dass ich live bin. So, ein bisschen Fischchen, eine ganz kurze Runde, ein bisschen chillig und so, weil sonst breche ich hier noch vom Rad weg, weil heute war es wieder anstrengend. Samstag, ne, Fasching war auch. Hey Daddy, na, mein Sohn, Skiller, 13:10, geht's dir gut? Wieder fit, alles im Schritt, ne, Skiller? So, meine lieben Freunde, dann gehen wir einfach ins Game. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert hier, meine lieben Freunde. Ich habe gar nichts zu trinken da, außer was ich habe ich da. Wenn ich Durst bekomme, meine lieben Freunde, dann denke ich halt Ajax dreifach aktiv, ne? Antibeschlageffekt. 100% streifenfrei. Reinigt, tiefenrein Antibeschlageffekt und glänzende Oberflächen. Das kriege ich auch mit dem Polieren her, ne? Lecker. Ja, das werde ich mir nur reinziehen, wenn ich Durst kriege, sonst hole ich halt was. Ne? Achso, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte auch ein Bild von euch machen. Was? Ja, warte, jetzt kommt es erst. Ne? Wir machen das extra. Warte, wir machen das jetzt. Wir machen das extra mit Blitz. Ne? Warte mal. 3, 2, 1. Tschüss. Mit Blitz ist. Skiller, guckst du her? Dann kommt von denen die Fresse in die Kamera. Geil, kann man hier das Selbstporträt? Machen wir das Selbstporträt? Nicht gut. Ist gut geworden, muss ich sagen. Machen wir. Ich hoffe, er stellt. Das ist immer ein bisschen blöd bei der Kamera. Guck, ich bin voll hell. Aber es hat es richtig genommen. Das ist einfach die Kamera. Die Kamera. Checkt nicht, dass es abducken sollte. Das Bild. Voll wie ein Behindi. So. Das war ich dann immer zwischendrin, da wenn ich dann ein Foto mache, mache ich immer ein Foto von euch. So, gehen wir angeln, liebe Freunde. Weil ich habe die Lizenzen auch deswegen Fishing Planet. Ich habe einfach Bock drauf, meine Lieben. Ne? Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. So läuft das bei mir. Gestern hat Achim noch einen Euro reingehauen, Frankie noch einen Euro. Und der Markus, glaube ich, und Fazig und waren noch mehr noch 2 Euro im Superchat. Ich glaube auch hier was, ja? Hey, wer wird hier müde? So, ich zeige euch jetzt das. Es funktioniert. Gestern, wie gesagt, habe ich ein bisschen getestet und es hat funktioniert. Das habe ich richtig geil gefunden. Ich zeige euch das jetzt. So, mach mal, Skiller.
Hier habe ich einen Großpuppe, ne? Ich bin dann hier so hin und habe einfach so rausgeworfen. Jetzt haben wir ja die Zeit 11.13 Uhr. Ich weiß nicht, ob es besser. Es hat funktioniert. Ich hatte sogar einen Dabun, wo noch rangeknallt ist, aber weg. Na, guten Abend. Hättest du Interesse daran, in den DS-Channel zu kommen? Gleich mal, Digi. Ein bisschen Geduld. Gleich. Probier hier gerade mal einen Dabun zu checken mit einem Großpopper 28 Gramm. Gestern hat es funktioniert. Ich werde dann natürlich auf den Abend gehen. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen rumeiern. Also es funktioniert. Leider an der linken Seite und der ganz rechten Seite, da war nichts. Hier habe ich den Dabun gefangen. Der ging richtig rein. Jetzt ist es ganz komisch. Ne? Also erst ein Grafikfehler, aber das ist der Wind. Es ist nicht einfach, aber... Alter, da wirst du ganz blöde, ne? Mit diesem Wind, wenn das so, ne? Wenn man da länger reinguckt, oder? Merkt ihr das? Matti Kühn, Digi, ne? Also gestern hat es funktioniert, Matti, mit dem Großkopper, Großkotzer? Großpopper, meine ich. Dieser Oberflächenköder, der funktioniert echt, ne? Hier, Tabun gefangen. Eigentlich zwei oder drei. Die Zeit muss halt stimmen, ne? Man sieht es gar nicht, weil es so ganz komisch windet. Ganz komisch. Ist das ein Fehler im Game? Sieht aus wie ein Grafikfehler. Die Zeit ist halt nicht gerade ideal. Gestern kurz in der Nacht, ne, gecheckt. Ein Wurf. Boom. Unglaublich. Skill hat doch heute nicht Geburtstag, oder? Er hat doch Geburtstag gehabt am 10. Hä, was? Der hat doch keinen Geburtstag. Der Martin winkt mir gerade LS19 bei... Ach du Scheiße, Martin. Ehrlich jetzt? Warte mal, ich komme rein. Alter, hast du wieder... Der Martin ist auch so eine gute Seele, ne? Scheiße. Jetzt muss ihm Dominik Schulze noch beibringen, das LS19. Ach du... Connected. Channel switched. Ehrlich jetzt? Du musst ihm jetzt das mit den Scheiß beibringen. Der ist gerade Gassi. Diese arme Sau. Was soll das jetzt heißen? Wer weiß, arbeitest du? Nee, kennst du dich schon ein bisschen aus, oder? Hast du jetzt alles... Er hat gerade einiges erklärt. Okay. Er hat einen extra Online-Server gemacht und alles. Okay, okay. Und kommst du mit, kommst du klar, oder wie? Ja, relativ. Oh. Ja, ist halt, man muss halt reinkommen in das Spiel, wenn du dann... Ja, er hat auch gesagt, ja, du musst auch noch einiges lernen. Ja, eben, ja. Halt ein sehr vielfältiges Spiel. Mhm. Ja, da musste Party ich auch lange gebraucht. Ja, gestern habe ich eigentlich diese Lizenz gekauft, habe diesen Großpopper 28 Gramm gekauft. Und der ist auch für Tabune und habe rausgeschmissen. Da kommt einer. Guck. Oh, hat die Welle gesehen? Oh, die wollen mich verarschen. Hast du gesehen? Und du guckst gerade das Typen, ne? Ah, oh, das war einer. Aber dieser Wind, dieser komische da, das bringt mich komplett aus dem Konzept gerade. Also sie sind da, meine Lieben, ne? Das Problem ist eigentlich, die Bisszeit ist gerade im Keller. Komm, ich spul vor, ne? Machen wir 15 Uhr. Dann ist es ein bisschen besser, wird es langsam besser. Es hilft nichts. Aber sie beißen, Leute, die da Bohnen auf dem Großkopf. Ich würde das, Großpop, ich würde euch das gerne zeigen. Gestern, wie gesagt, in der Nacht dafür angefangen und boom, ne, hat's geknallt, ne? Und am Morgen. Und ihr habt ja gesehen, jetzt ist wieder einer nachgeschoben. Das hätte auch ein Snook sein können oder ein Dabun. Es ist ein bisschen anspruchsvoller, weil ich vom Oberflächenköder ein bisschen hören muss. Habt ihr gesehen, ne? Hast schon ein Video gesehen? So schnell, ne? Polieren und dann schon ist das Video oben, ne? Kommt, er kommt, er kommt. Oh. Wieder vorbei. Die Welle war schon da, er hat schon, war schon neugierig, habt ihr gesehen? Also es war schon einer am Checken und er hat wieder nicht wollen, ne? Unglaublich, ne? Das kann ich nicht glauben. Ganz komischer Wind heute hier in Everglades, in Florida. Ganz komisch. Da ist, das sieht geil aus so mit den Bäumen, ne? Hier, das ist richtig nice. Das heißt, ihr spielt jetzt LS19 und Martin ist Gassi gegangen mit Wurf, oder? Mit Kuno. Ja.
Ich lasse jetzt extra auf 15 Uhr. Ich will nicht noch weiter vorspulen. Ich will, dass die Bisszeit kommen. Dann habe ich mehr Zeit, noch ein bisschen Kilos mal. Ihr seht ja gestern in einer halben Stunde nicht mal, habe ich in der Nacht gespielt um zwei noch 77 Kilo voll gemacht. Ne? Ganz richtig geiler Tabun gefangen und ein einzigartiger Snook. Richtig 140, glaube ich, Zentimeter. Wahnsinn. Es ist ein bisschen anspruchsvoll, natürlich kann ich im Chat auch, aber diese Bopper, wenn sie beißen, das ist schon richtig nice, Leute. Nur jetzt ist halt wieder so Arschgeweih-Ding. Ich komme nicht weiter raus, weil ich eigentlich diese 15,1 Kilogramm Schnur dran habe, wo du das ja aushält, ne? Der Skiller, was spielt er denn nachher, der Skiller? Ich muss kurz hören, den Bopper. Leider kann ich nicht näher ranzommen. Ich wollte eigentlich nach Mississippi. Das Problem, ich kann das nicht kaufen. Das braucht 6000 solche Dinge. Ich bin Level 40 und Mississippi ist, glaube ich, Level 50. Tja, muss ich mir wohl Prämie mal kaufen. Aber die machen schon geschickt, ne? Die wissen schon, wie es machen. Es ist gerade eine Bisszeit, gerade komplett im Keller. Es kommt erst und wie gesagt, ich will jetzt nicht vorspulen. Das ist jetzt gerade mein Problem, wo ich habe eigentlich. Es wird jetzt gleich besser. Könnt ihr gleich gucken. Wollte eigentlich jetzt dieses Fishing Planet noch ein bisschen ausnutzen. Einfach schön entspannt. Ich hatte heute streng genug. Fasching war bei uns. Ich habe Auto poliert und im Hintergrund hatte ich die Wagen und Musik. Dafür habe ich schon wieder eine Kundschaft gewonnen. Da wollte ich was zu essen. Da habe ich gesagt, polieren kann ich dir dein Auto, wenn du willst. Habe ich ihm Karte gegeben. Ja. Ich gesagt. Ich kann auch zu dir kommen. Hast du ein Haus? Ja. Was für ein Auto ist es? Weiß. Mache ich. So macht man Geschäfte, meine lieben Freunde. Ich habe gesagt, für 150 Euro. Komplett Reinigung in Österreich. Gezogen. Ja. Ich weiß, wie schnell ich bin. Ich weiß, wie gut ich bin. Und es ist schon Arbeit. Ne? Heute auch vom Sohnemann von der Bäckerei noch der Audi gemacht. Und jetzt eigentlich der Porsche noch ein bisschen. Und ja, der glänzt, ne, meine lieben Freunde. So muss es sein. Ist nicht einfach. Das muss man können, Leute. Das muss man mögen und können. Sonst bist du fehl am Platz. Und den Audi hatte ich halt nur mit der Maschine poliert und dann mit Hand. Alter, ey. Musst du so viel Kratzer rausholen. 3 Mississippi, 2 Mississippi. Das ist gut, ja. Ja, die Bisszeiten sind mega am Arsch, ne? Das nervt mich. Fängst du an zu angeln? Um zwei? Die Bisszeiten kommen schon noch. Die wollen ja jetzt nicht, ne? Und bumm, knallt der Tarpon ran, ne? Und krass. Und das sind halt diese. Es funktioniert mit dem, weil die sind eher ein bisschen oberflächlich. Schwimmen die rum. Und es funktioniert, nur die Bisszeiten. Megas im Keller, Kalle. Und da siehst du, wenn die Bisszeiten nicht stimmen, schwimmen sie so, nur so nach, checken mal, was los ist, ne? Gestern ein Wurf, bam, hat's gemacht. Ihr könnt gleich gucken, wenn die Bisszeit stimmt. Bis später, wie? Was bis später? Was so 450 Gramm knochenloses rausgepresst? Hä, was? Was hast du rausgepresst, Digi? Boot. Was? Boot. Was hat er? Boot. Nochmal. Code. Ach, Code. Vom LS19. Was? Was war der denn? LS19. Ach so, der Hund hat 452 Gramm rausgekackt. Alter. Boah, ich verstehe bei Marc auch nur Spanisch, ey. Ja, lach du nur. 452 Gramm. Hast du es ab. Misst du die Scheiße vom Hund? Wie schwer die ist? Kein Schneidewerk vorhanden.
Wo bist du? Beim Hof auf dem Kuhn. Kuhnushof. Ja, Leute. Wenn ich für euch angle, ein Livestream mache, ist es wie verhext. Es beißt kein Sau. Man hört nur diesen Drecksvogel hier zwitschern. Von dir? Ach, komm hör auf. Das oh mein Gott, was habe ich nur getan, Leute? Also bin ich nur so gestraft hier? Du bist schuldig. Oh mein. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Diese Unruhestifter hier. Dann machen wir Stufe 3. Und dann... Ja, wenn die Zeit nicht passt, der Blinker nicht passt, gell, dann, es ist unglaublich in Everglades. Everglades ist wie eine Zicke, ey. Echt wie so eine... Die Bisszeiten kommen jetzt gleich. Aber dieser Blinker, mit dem habe ich auch schon gefangen, aber wenn die nicht wollen... Wenn die Bisszeit noch nicht, guck da, die ist einfach noch nicht da, ne? Das, jetzt kann ich nicht vorspulen, das ist das Problem. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ich will überlegen, was ich mache. Nee, 25 Gramm und hau einfach diesen Chat mal ran. Und, schmeiß einfach mal in diese Richtung da, wo diese. Das sind eigentlich gute Löcher, wo sie normal sitzen, logisch, ne? Das Problem ist, es gibt keine Probleme. Probleme sind eigentlich dafür da, um sie zu lösen. Ne? Eigentlich müsste auch was sein, ne? Ja. What the fuck, der ist gut. Oh, ist der rein. Oh, wie ich den gekitzelt habe. Wirklich. Das war jetzt... Ja, aber mehr als gekitzelt. Der ist richtig gut. Oh, das ist Trophy. So wie der gebissen hat. Das ist aber, glaube ich, ein Snooki oder... Nee, das ist ein Rot... ein Ding. Es ist, oh, der ist gut, Leute. Ach komm, sag's mir. So, ein Trommel in Trophäengröße. Roter Trommler in Trophäengröße. 105 cm. Ich würde mal sagen, schöner Fisch und absolut geil gebissen. Ein schönes Bildchen hier. Na, komm, dreh dich hier. So. Schön, ne? Schöner Fisch. Machen wir ein Bildchen. Hat er so einen schwarzen, in der Flosse hat er so einen schwarzen Punkt. Sehr schön. Das. So will ich das, meine Lieben. Ne? Gebissen wie eine 1. Und Tabun holen wir auch noch gleich mal. Ne? Bremse ein bisschen runter, weil das war schon haarscharf an der Grenze vom Roten. Nicht, dass mir da das Ding reißt, wenn da... Es gibt auch größere. Ja, das Trophy-Größe war schon richtig gut. Nicht, dass uns da... Die Schnur reißt, ne? Ich meine, die hält 15, irgendwas Kilo. 15,1. Ich habe auch eine mit 18, irgendwas, 9. Und ich wollte eigentlich ein Set kaufen mit noch stärkeren Routen. Und dann habe ich das mal ausgerechnet, auch in Mississippi.
dass eigentlich diese Rolle, wenn sie gemacht ist, mehr als reicht, ne? Und mit diesem Kilo. Und das reicht eigentlich. Und deswegen habe ich gesagt, nee, wenn das reicht, dann warum soll ich da nochmal so ein Set kaufen für 20 oder 30 Euro? Das ist Schwachsinn, weil dieses Set hat schon 20 Euro gekostet und das reicht mehr als, ne? Jetzt wäre natürlich schön noch ein Dabun. Der ist ein bisschen schwieriger, weil er eher ein bisschen höher ist und mit Stufe 3, ja, es geht. Ja. Man muss halt ein bisschen die Technik raus haben. Und auch ein bisschen Glück und die Bisszeit muss stimmen. Ja, jawohl. Das ist ein Snooki, denke ich mal, so wie der gebissen hat. Also ein Trommler ist es nicht, ein roter Trommler ist es nicht. Das ist ein Snooki. Ein Snooki Snoop Doggy Dog. Hauptsache Fisch. Fisch on! Und natürlich nur extra für euch den Stream gestartet. Nur für euch, nicht für mich. Natürlich auch wegen der Lizenz. Ne? Hast doch ein Stündchen Bäckchen. Der ist ein Snooki. Oh, ein gewöhnlicher Snook in Trophäengröße. Ein gewöhnlicher Snook. Probieren wir mal ein Dabun mit dem Chat. Es ist schwierig. Sie sind da. Aber das Problem, du musst dieses gewisse Extra noch treffen. Und so wäre es gut eigentlich. Weil Oberflächenköder geht auch, wenn die wollen. Ne? Ich habe herausgefunden, ich mache die Technik immer einmal so und dann ein bisschen hochschnell. Und viel Biss. Es könnte einer gewesen sein. Ja. Das war ein bisschen zu schnell, glaube ich. Das war vielleicht einer. Gehen wir mal darüber. Ich probiere jetzt gleich mal nochmal mit diesem Großpopper. Der ist eigentlich auch relativ gut. Der ist gut. Wenn die Bisszeit stimmt, ne, ist er richtig gut. Man kann auch mal fallen lassen, ein bisschen warten und dann hochschnellen. Das bringt manchmal auch einen Fisch. Das ist natürlich jetzt 25 Gramm und Hakengröße Hashtag 4. Mit einem Shad 10 cm. Krupp würde eigentlich auch funktionieren, nur das ist halt das Problem beim Krupp. Ich weiß, ich bin nicht so ein Fan von Krupp. Der ist jetzt eigentlich noch nichts gefangen. Ich habe natürlich mit dem Krupp nicht so viel gefischt. Normalerweise ist das eigentlich auch für den Tabu, ne, der Krupp. Natürlich kann ich locker hier so, so fängst du eigentlich die Trommler. Dieser Vogel pfeift sich einen runter, hey, meine Fresse hätte. Aber 16 Uhr, jetzt kommt langsam die Bisszeit. 97 Kilo, das mache ich heute noch voll und dann checke ich nochmal. In der Früh. Ich müsste auch mal diese Liste angucken. Die hat sich anscheinend auch verändert mit dem Huhn, wenn der beißt. Ne? Mal gucken. Na, siehst du, jetzt hat sich so umgeändert. Das ist jetzt wieder eine Zeit. Was soll ich noch denn? Ja, ich warte noch ein bisschen. Ich probiere noch mal vielleicht mal einen Tabun mit dem Chat zu fangen. Also dieser Bereich ist eigentlich normalerweise recht gut. Meine Lieben, probier das. Ich lasse aber ein bisschen höher. Und dann so, ne? Ganz easy. Das Problem, der ist natürlich ein bisschen schwerer, aber ich muss ein bisschen rauskommen auf diese 40, 41 Meter. 39.
Es ist schwierig, den auf der Höhe zu. In dem Bereich so zu lassen. Hm? Ja. Wobei, ne? Lass dich einfach mit Stufe 3. Probieren auch gleich den Bopper. Leider komme ich mit der Schnurstärke nicht so weit und mit der Route. Liegt eigentlich nicht direkt an der Rolle, sondern es liegt einfach daran, dass die Schnur so ein bisschen was aushält. Die großen Fische, ne? Nicht jetzt? Oh. Der Boden ist ja so eine Sache, ne? Bisschen hier, den Schatten rein. Funktioniert normal auch, also da habe ich auch schon gefangen. Martin Kühn ist nochmal Gassi gegangen? Nee, ja klar, mit Kuhn, oder? Na? Der Boom ist schwierig, aber es ist wirklich dieser Großpopper, der hat echt funktioniert, ne? Das hat einen Bums gemacht, hey, Alter, ist der reingeknallt, der Oberfläche hier. Aber da irgendwie, da haben sie irgendwas gemacht, in Everglades hier in dem Bereich, ja, wo du einfach nicht fängst. Du fängst von der Seite, Chat, das kann echt viel bedeuten, ne? Die Farbe eigentlich und so, ne? Kann ich mal grün hinhauen. Probieren. Finde ich jetzt ein bisschen blöd, wie sie es gemacht haben. Blöd nicht. Das ist im Echten eigentlich auch so. Es ist ja gut, ne? Von der Physik her. Bisschen anspruchsvoller. Und ne? Der Grüne kann natürlich jetzt gehen. Ne? Wenn die kein Gelb wollen, dann wollen sie halt grün. Und wenn die nicht grün wollen, dann probierst du halt eine andere Farbe. Obwohl Chat eigentlich normalerweise funktioniert. Ja, so ein bisschen leicht fallen lassen, das ist eigentlich normalerweise recht gut. Geschwindigkeit ist jetzt nicht zu schnell. Ja, in dem Moment natürlich, wenn du da so angelst, wo es eigentlich normalerweise in der Buhn beißen sollte, kommst du dir ein bisschen hilflos vor in dem Moment. Ne? Dann denkst du dir so, hä, was? Kreis mir gerade den Arsch auf. So, machen wir noch einen Großpopper ran. Vielleicht funktioniert der diesmal. Also ich hatte gestern hier so rübergeschmissen und bam, ne? Ich komme leider nicht weiter raus. Boot gibt es hier leider nicht. Ein bisschen belastend. So, jetzt machen wir Stufe 1. Zommen. Komm, Diki, komm, der Boot. Ich weiß, du liebst diesen Köder. Diesen Großpopper. Ist extra für dich gemacht, Digi. Du musst noch rauf schnell und den nehmen, ne? Aber sie sind so wählerisch, ne? Kommt. Jawohl. Ja, das liebe ich. Genau so, Leute. Aber ist leider kein. Och, das sind Tabun. Ja, das sind Tabun. Also es ist ein Tabun. Leider glaube ich nicht so groß, aber ich darf mich hier nicht täuschen. Der geht nämlich gerade mit mir Schlitten fahren. Habt ihr gesehen, Leute, was ich meine? Ja, das ist, glaube ich. Oh, Alter Willi. Glaube ich ein Tabun. Ja, oh, das ist gut. Guck mal, Leute, der macht mit meiner Rolle, mit meiner Bremse und die ist gut. Die hält einiges aus an Kilo. Bremse habe ich eigentlich schon auf voll. Mehr geht nicht mehr, weil alles, was mehr ist, ist rot. Ja, das ist ein Tabun. Auf Ansage, Leute. Auf Ansage. Geh mal Fuzzi Moin. Ich habe keinen Tabun dran. Jawohl, Leute. So liebe ich das. Boah. Zieh. Nein, mach ihn müde. So machst du ihn müde. Du musst ihn hochpushen.
Dann machst du ihn richtig müde. Guck mal, die Rolle. Hier, Pussy Pushen. So, drückst du ihn ein bisschen her. Wie in echt, du musst ein bisschen. Amerika Fisch mal so. Das ist ein schöner Tabun. Mehr kann ich. Ich kann Spule gar nicht mehr hoch machen, weil das ist Trophy. Das ist der Tabun von Trophy. Garantiert. Wenn nicht einzigartig. Weil. Das ist kein Tabun. Das ist kein Tabun? Was? Das ist Snook in Spezialgrund. Was? Alter, gewöhnlicher Snook Hund. Alter, einzigartige gewöhnlicher Snook 120 Zentimeter. Ich dachte, ich habe einen Tabun dran. Was? 445 XP. What the fuck? Yes. What the fuck? Guck mal den Fisch an, Digi. Bist doch da? Herr Schulz? Guck mal den Fisch an. Martin, guck mal den Fisch an. Der hat die gleiche Fresse wie du vorne. Guck mal, hey, Alter. Hey. Ich krieg gleich Schnappatmung, mein Freund. Hey, guck das Ding an. Alter. Ich dachte, ich hab ein Ding dran, der Buhn. Krass, ne? Ist der gut? Weiß ich nicht, könntest du in der Gruppe sagen. 120 Zentimeter, 445 XP. Leute, genau. Ich dachte, ich habe einen Tabun dran, ne? Wow. Ist der rangeknüppelt. Ich dachte, ich habe einen Tabun dran. Da kommt hier ein einzigartiger Snook her, meine Lieben. What the? Dominik noch da? Ja, ist, glaube ich, irgendwas im Fummeln. Was ist denn nu? Ich auf dem Dach. Moped. Oh, ey, wieder so ein Fachmann. Wie hast du das geschafft? Schule abgebrochen, ne? Immer auf den Schulabbrecher, ne? Wow, hurra, die Schule brennt. Wo ist er denn? Ich bin hinten beim Shop. Straße an die andere Seite, dann rechts hoch, die Straße hoch. Siehst du mich ganz oben? Hallo, wink mal. Hof jetzt gerade. Was? Ich bin gerade auf dem Hof. Haben wir hier nicht die Kraft, wo er lupfen kann? Geh mal auf die Map. Jetzt guck mal oben links. Was machst du da? Auf dem Dach. Hier auf dem Dach. Auf dem Dach. Haben wir nicht die Kraft, wo man selber drehen kann? Martin, haben wir das noch drin? Oh, es kommt einer. Ja. Nice. Haben wir das nicht mehr drin, Martin? Was denn? Dieses Herkules? Ich habe jetzt hier eine Karte gemacht, ohne Mods. Das ist nur, damit ihr die Grundlagen kennenlernt. Okay. Wenn ich hier in Amerika bin, ich da auf der Map da. Ja. Oh, Kleiner, jetzt musst du erstmal runter. Kuno, lass doch einen Furz heraus. Heute Nacht hat er mir in die Wohnung geschissen. Oh oh, echt? Ja. Wo macht er das? Weiß ich nicht, er hatte Dunstschiss gehabt und ich habe das gar nicht mitgekriegt, um ehrlich zu sein. Ja, weil lauter Computer spielen, der rechts sich denkt, du kannst mich mal an, ich scheiß dir in die Wohnung. Nee, im Schlaf. Echt? Ich habe geschlafen, wir haben beide geschlafen. Komisch. Das heißt, der ist aus dem Bett raus, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass er aus dem Bett raus das ist. Ja, lieber auf dem Flur oder auf dem Boden als in dein Bett, oder? Der Kuno scheißt auf dem Flur. Was? Hat ins Wohnzimmer hat er gekackt und hier auf dem Teppich, also halb Teppich, halb Boden. Scheiße. Und, der arme Teppich. Ja, scheiße, genau. Wie Spaß beim Putzen. Das ging. Ja. Ist ja Minolium. Gerade brauchst du was überwischen, ne? Eben, ne? Ich hätte meinen Hund genommen, hätte dann gesagt, ess auf, ess. Na, kann ja nichts dafür, wenn Martin pennt und der muss aufs Klo, ne? Habt ihr kein Klo bei euch in der Wohnung? Meldet er sich nicht normal, wenn er wirklich kacken muss? Also er bellt dann nicht mal. Nee. Amy meldet sich. Ja. Vielleicht geht er ja zur Tür und guckt die Tür an, aber das kriege ich ja nicht mit, wenn ich penne. Ich muss mal rauskacken, ne? Was? Martin pennt. Oh, Biss, Alter.
Und Marty pennt und der Kuno denkt sich so, okay, dann scheiße ich die halt auf den Teppich. Erst mache ich dich wach, ich furze ins Gesicht. Ja, ja, okay. Boah, Alter, wenn der dich mal anscheißen wird, hat das mal... Nee, das passiert nicht, ne? Mach den Hund nicht. Alter, du bist der Penn, der scheißt dir voll ins Gesicht, hey, Alter. Schön auf den Bauch. What the fuck? Auf den Bauch geschissen und dann runtergepinkelt, ne? Cool, ey, ja. Wenn du mich siehst, du lachst mich aus. Was, das hat er gemacht? Nein. Nein. Denke, oh, das schöner Baum. Das traut er sich nicht. Denke, schöner Baum, hier kann ich gar nur pissen, ne? Danke, Martin, dass du dich zur Verfügung stellst. Hey. Allein wenn du das Auto siehst. Komm, Tabun, Tabun. Ich möchte meinen Digis, meinen Zusehern zeigen, dass Papa auch Tabun fangen kann. Ja, komm. Ah, das wird ja so ein Fehl. Er denkt sich so, oh, nochmal. Was? Habt ihr das gesehen, Leute? Danke. What the heck? Zweimal Fehl. Zweimal Fail, Leute. Zweimal. Unglaublich. Warum haben die ganzen Autos hier eigentlich kein Kennzeichen? Ja, überleg mal, so wie du da reinfährst immer die ganze Zeit. Das sind alles so eine Drogenautos hier. Das sind alles Drogenschmuggler. Ja, ja. Kann sein, dass dein Trecker schneller ist als mein Auto. Ah, nee, ich dachte gerade schon. Wie findest du die Lackierung? Ey, ah! Scheiße. Warum? Rosanes Auto, Alter. Wer kauft sich denn sowas? Mit Grünfelgen. Ekelhaft. Also, ich finde das schön. Ich würde mir mein Privatauto auch so lackieren. Hey! Mit Lila, oder wie? Nee, rosa. Und das rosa, passt, du bist ein Fan von. Grüne Felge. Dann kommst du bei meiner Freundin gut an, dann. Warum rammst du mich immer weg? Weil Martin ein Rammer ist. Weil er es kann, ne? Weil Martin rammelt gerne. Ja, rammelt gerne im LS. Minderjährige. Okay. Ja, klar. Okay, jetzt hören wir. Hau ihn weg. Ja, ja. Vorsicht mit solchen Aussagen. Ah. Macht nur Spaß. Komm mal lang, das ist beim Ende. Oh. Oh. Hättest ja ruhig mal früher was sagen können. Warum sollte ich? Weil du ein toller, netter Mensch bist. So. Das ist Martin Kühne. Willkommen im Club. Ich bin auch ein Lieber. Ich bin mich auch immer. Ne? Kannst du froh sein, dass ich Martin habe hier, ne? Dass den gibt? Ja, man kann schon da eigentlich einziehen. Das dauert noch. Ne? Ich weiß noch nicht genau, ob ich dich aushalten kann. Aua. Das hat wehgetan. Ne? Nein. Ja. Aber richtig dolle. Nein. Brot und Wasser, das müsst ihr wohl haben im Keller. Ja, ja. Weißt du, wir haben keinen Platz und so. Ich brauche meine Freiheit im Sex. Weißt du? Ey, Tom. Was? Weißt du, was ich heute Morgen gemacht habe? Was? Sex. Nein. Aufs Klo gegangen. Ich habe Blaubeer-Pancakes gemacht. Blaubeer-Pancakes? Blaubeer? Oh, die sind lecker. Ja. Pancakes mit Blaubeeren? Ja, hast die Blaubeeren gekauft im Laden, oder? Diese. Ja, Bio. Frisch. Ja, oh, die sind geil. Können wir auch mal machen, das ist eine gute Idee. Schatz, ich mach das mal Blaubeerencake. Muss die am Schlafen. Ich lasse sie noch schlafen. Ich wechsle hier um 23 Uhr, ne? Sagst du zwei Stunden. Ja, ausgetrickst. Da stand irgendwas mit Schneidewerk und ich war überfordert. Komm, also, Tabun. Wenn du fährst, wundere ich das auch nicht. Geh mal Fuzzi, ne? Ich war besser als du. So? Boah. Was war das für ein Fehljump? Die DS-Daten. Über was? Über E-Mail schicken. Schicken? Schinken? Aua. Schinken soll ich dir schinken? Schicken? Hast das C vergessen? Lassen Sie mal Audio in Ruhe. Hallo. Ich hab deine E-Mail nicht. Komm, soll ich mir meine E-Mail geben? Hä? Ja, ich muss dem Gamer Fuzzi die DS-Daten. Wieso? Du hast. Hattest du die schon, Gamer Fuzzi? Kann sie ihm auch schicken. Hast du Gamer Fuzzi?
Kannst einfach in den Chat schreiben. Nee, nee, nee. Mm-mm, nicht im Chat. Komm, ist das eine Anzeige? Anzeige ist raus. Nein, nein, das muss nicht jeder wissen. Hier. Oh, er kommt, komm, Baby, komm. Boah, du. Wow, was war das? Was war das, Matti? Guck mal im Stream, guckst du gerade? Alter, wie der raus ist. Was war das für ein... Hast du gesehen? Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Gib mir deinen Saft. Oh, Thomas, fängst du an? So, jetzt wo ist er? Dominik. Jonas Berthold. So, wo hast du Probleme jetzt? Da steht, ich brauche ein Schneidwerk. Oder bei so. Boah, ja, der hier. Biss, Leute. What ja, das hast du schon dran. Ja, nee. Ich will ja nichts sagen, Leute, aber das ist ein Tabu. Ich wollte es machen und dann stand da, ja, Schneidewerk fehlt. Yes! Ich hab ein Tabu, Leute. Guck mal, Martin. What the fuck? Jawohl! Wollen wir nach dem Kanal gehen? Weil ich muss Ihnen jetzt ein bisschen wieder was erklären. Ja, bitte, ja. Tabu, Leute. Das wollt ihr doch sehen, ne? Also, funktioniert auch hier. Ich hab's doch gesagt, Leute. Die Zeit muss stimmen. Der Großpopper, ne? Der poppt sich weg, der poppt sich den Tapun, hm? Endlich mal Ruhe hier. Kann ich arbeiten. Also, ich habe euch versprochen, Tapun, ne? Als Thumbnail. Alter, wie der aus dem Wasser ist. Es ist nicht einfach, der Popper, man muss echt klicken eigentlich. Also mit links, ne? Schiebe ich ihn halt mit Stufe 1. Ab hier ist fertig, ne? Das wäre ein Wunder, wenn hier was beißen. Aber, ihr habt gesehen, war jetzt nicht der größte, aber. Alter, der ist rausgesprungen, ne? Aus dem Wasser raus. Das ist so geil beim Tabun. Das sieht so witzig aus, finde ich. Voll funny. Wo ist denn Markus C. heute? Sieht man mal eine Mail? Nein. Muss mich ja nur adden bei Steam, ne? Habe ich dich bei Steam, Gamer Fuzzi? Es ist so geil, die Tabune zu fangen mit dem Großpopper. Ja, man muss halt ein bisschen Geduld haben. Es hilft halt nichts. Ja, von nichts kommt nichts. Und man kann sie eigentlich überall fangen in dem Bereich. Also dieser Vogel, der hält nicht die Schnauze. Ne? Ne? Ja, was hast du denn eigentlich? Nix, ne? Das kennt Steam? Alter, ich mach mir langsam Sorgen um dich, Digi. Das kennt Steam? Das hat doch jeder Zweite. Also es sollte auch nicht zu voll werden, Geberfuzzi im DS, ne? Das ist komplettes Durcheinander und wenn es dann zu... Ne, da muss man sich ein bisschen an die Richtlinien halten. Kommt, er kommt. Jawoll, jawoll, jawoll. Ich weiß nicht, ob es ein Tabun ist oder ein Snook. Ich denke mal... Schwer mag man zu sagen, der Tabun, ja... Er hat so eine Art und der Snook und der Trommler, der Rote, der hat auch seine eigenen Arten, wie er geht. Kann ich noch ein bisschen höher machen. Oh, das ist schon fast im roten Bereich. Das ist ein Snooki. Ich hab dich nicht drin, wieso? Wie ist dein Code? Es gibt keinen Code. Also XY Dog außer bei Steam. Add mich mal. Wie heißt denn du bei Steam? Komm, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt angeln, weil die Bisszeiten sind gut. Sonst sind die Bisszeiten im Arsch, Digi. Verstehst du? Ich möchte jetzt das fertig machen. Ich muss diese Zeit nutzen. Wie heißt denn du bei Steam, Freunde?
Mein Freund ist tot. Da. So, das ist mein Freund ist gut. Zack, zack. Mach inne hier. Zeit ist Geld. Ach, bis du das hast, habe ich schon längst. So, hab schon. Siehst du, so schnell geht das. Schon passiert, Digi. Schon erledigt. Ich frage mich jetzt, wie ich die schreiben kann, ne? So viele Leute drin, dass ich die anderen gar nicht mehr finde, ey. Ehrlich, das ist Wahnsinn. Hab's geschickt. Ich bin ja schnell, ne? Ich kann ja ein Auto polieren und am gleichen Tag innerhalb von einer Stunde ist das Video schon online. Ne? Das muss mir erstmal einer nachmachen, den will ich sehen. Online TV, ja. Probier gerade Tabu zu fangen. Die Bisszeiten müssten, also sind jetzt eigentlich gut. Das Problem, ich muss ein bisschen auf den Sound hören, sonst höre ich es nicht. Sich einfach mit einem Großpopper das zu zupfen hier. Aber es funktioniert, ne? Ihr habt ja gesehen, der Boon war da, ne? Der Boon ist da. Ich probiere nochmal hier drüben. Das war eigentlich gar keine so schlechte Stelle. Ich probiere dann nachher mit dem Medium Spoon nochmal. Oder mit dem Chat oder mit dem Grupper mal probieren. Leider komme ich nicht so weit, ne? So 46 Meter komme ich. Oh, meine lieben Freunde, mein Bäckchen schläft jetzt gerade im Bett. Und ich weck sie um 23 Uhr. Die ist fix und down, die war so fleißig. So fleißiges Bienchen, du. So, was ist jetzt mit den Labunen hier? Die wollen mich jetzt gerade ein bisschen verkackeiern, ne? Kann das sein? Wie Schatzi sagen würde, verkackeiern? Soll ich es mal wagen? User was moved to your channel. So, wenn ich... Hallo. Oh oh, du hast Megastörung hier. Zu laut. Gehen wir, Fuzzi? Ja. Ganz schlecht. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wo hast du das Mikrofon im Klo? Nein. Es hört sich nämlich so an. Wo hast du, was hast du für Mikro? Kein Headset? Ich habe Headset-Mikro. Nein, du hast irgendwie die Webcam als Audiodatei. Check das mal ab. Ich höre das. Das ist niemals Headset offen. Du hast, du musst mal gucken in deine Audiodatei. Du hast hier irgendwie. Hast du Kamera, oder? Frankie, moin! Hast du Kamera? Ja, ja. Ja, du hast die Kamera als Ton an, glaube ich. Klopf mal rauf auf dem Headset, aufs Mikrofon. Mit dem Finger? Hab ich. Ja, siehst du, hört man nicht. Jetzt klopf mal auf die Kamera. Ich bin gut, ne? Ja. Siehst du? Glaub mir, ich bin Kameramann, Alter. Ich weiß Bescheid, Digi. Ich höre das sofort. Du musst die Kamera ausschalten. Weißt du wie? Du gehst rechts auf das Lautsprechersymbol. Unten, in der Taskleiste. Ja? Geh mal auf das Lautsprechersymbol. Rechtsklick. Ja. Ja? Dann Lautsprechermixer öffnen. Dann auf Lautsprecher. Einmal anklicken. Dann öffnet sich so ein Fenster. Ja.
Das war falsch, warte mal. Warte mal ganz kurz. Sorry, mein Fehler. System Sounds musst du gehen. Ja? Und dann gehst du auf Aufnahme. Und da musst du dein Mikrofon reintun vom Headset. Guck mal, da musst du irgendwo Video irgendwie. Mikrofon, Kamera oder so, Webcam, irgendwas. Das musst du deaktivieren. Und nur das Mikrofon vom Headset nehmen. Das heißt irgendwie, keine Ahnung. Was steht denn da? Sagen wir mal. Das sind verschiedene. Ja, bei Kopfhörer, Mikrofon und Stereo. Ja, das musst du einschalten. Das ist grün leuchtet, wenn du redest. Und dieses von der Webcam musst du ausschalten. Rechtsklick und dann deaktivieren. Verstehst du? So musst du das machen. Sonst gibt's aufs Maul her! Frankie, na, Diggi? Alles fresh? Frankie fresh? Probier gerade Tabun zu fangen. Geberfutze muss das mal einstellen. Du musst das Mikrofon vom Headset nehmen, wenn du ein Headset hast mit dem Mikrofon. Und diese Webcam musst du deaktivieren. Das ist. Bist du im Laptop drin? Im Laptop, oder? Oder PC. Die Technik ist ein Schwein, meine lieben Freunde. Ich kenne mich aus. Ich weiß, was ich tue. Ich höre das sofort, weißt du? Der Fehler machen viele. Oder mit dieser Blendung, wenn man die Blendung ausschaltet, dass es dann so Zeitverzögerung kommt. Bei mir ja nicht, ne? Aber weil ich diese Blendung aus habe, ne? So, kommt da Boon. Und ich mache jetzt gleich die 200 voll. Ja. So. Gamer Fuzzi. Oh, jetzt hat er alles ausgeschaltet, ne? Kommt ein Fisch. Ja, komm. Boah! Der jumpt noch. Alter, was war das? What the fuck? Also ein kleiner Snookie, oder? Aber so geil, wie der gebissen hat, hat er aus dem Wasser raus. Ich glaube, Gamerfuzzi, du musst es nochmal einstellen. Du musst dein Headset nehmen. Ich hoffe, du hast ein Headset, nicht einen Schalter, wo du einschalten musst und ausschalten. Ist ganz simpel eigentlich, ne? Nee, jetzt weiß er nicht mehr, wo, ne? Frankie, ne? Alles gut? So, Leute, wir sind dran, Tabun zu fangen. Ist eigentlich egal, 149 Kilo. So zwei fette Fische oder drei und dann habe ich die 200 voll. Weil die Lizenz habe ich bis 2 Uhr eigentlich. Heute nicht so lang. Flatte Blaude ist wieder hier aus Finnland. Kommt morgen zu mir. Da sagt er auch Grinsekatze. Ja klar, muss er die Grinsekatze raufhauen. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Er ist mein Brudi, ne? Funktioniert immer noch nicht. Keine Ahnung. Doch, Tiki. Was zeigt's dir? Hä? Was zeigst du dir an, Digi? Es ist ganz simpel. Guck mal bei mir im Stream. Guckst du meinen Stream? Ja. Guck mal, Digi. Da ist jetzt meine Kamera im Weg. Und du hast hier unten, wenn du, hier hast du das Lautsprechersymbol, siehst du? Hier. Mhm. Ich kann gerade nichts machen. Warte. Ich komme hier gerade nicht raus aus dem Scheiß hier. So. Warte mal. Es geht gerade nicht. Jetzt kann ich dir gerade nicht zeigen. Weil der gerade. Ja. Du musst das Lautsprechersymbol da unten, siehst du? Rechtsklick. Dann Lautsprechermixer öffnen. Dann Soundsystem. Guck mal. Und dann gehst du auf Aufnahme. Aufnahme ist immer die Mikros. Schau, hier ist das Mikrofon, mein Auna. Siehst du? Ja. Das ist mein Auna-Mikrofon. Das ist die Webkamera. Wenn ich die jetzt anmachen würde, wäre der Sound von der Webkamera. Wenn ich die deaktiviere, das aktiviere. Ne, wenn du ein externes Mikrofon hast und irgendwo muss das mit dem Headset stehen. Was hast du, ein Laptop? Ich hab einen Laptop, ja. Ja, du musst das abschalten. Du musst die Kamera vom Laptop deaktivieren. Es darf nur das Headset. Was steht bei dir? Was ist das für ein Headset? Da steht dann irgendwie Mikrofon, der Name von dem Headset. Und das vom Laptop, weiß ich nicht, wie der heißt, das musst du deaktivieren. Da musst du hier, wenn du ein Mikrofon hast, hier zum Beispiel rechtsklick, ne, und dann deaktivieren. Verstehst du? Mhm. Und das Mikrofon vom Headset aktivieren. Rechtsklick aktivieren. Du musst nur Rechtsklick machen drauf. Und du musst es erst finden. Das ist meine Auna. Das ist das von der Webcam. Von dieser, wo ich jetzt hier rechts unten. Wenn ich das aktiviere, hört ihr den Ton von der Webcam. Oder von diesem Headset.
Das vom Headset wäre das hier. Guck, das wäre. Das Mikrofon USB wäre das hier. USB Audio Device. Hast du einen USB-Stecker dran an dem Headset? Oder ein Stecker? Nee, warte, ich stecke kurz rein als Stecker. Ja. Hast du zwei Stecker? Mikro und Headset? Weil das ist der Sound von deinem Laptop. Von der Webcam. Als hätte ich es nicht gewusst. Wie viele Stecker hast du? Vom Headset? Ein Stecker oder zwei? Ja, ich habe hier nur so ein Ding. Nein, nein. Sag mir, ein Stecker vom ganzen Headset. Ja. Der ist für Mikrofon und Kopfhörer zuständig. Ja. Den steckst du links am Kopfhörer an, oder? Richtig? Nee, ja. Das ist fest. Das ist fest. Was ist fest? Das Kabel. Ja, das Kabel ist ein Headset mit Mikrofon. Du hast ein Headset mit Mikrofon oder nur ein Kopfhörer? Ja, ja. Headset mit Mikrofon. Mit Mikrofon, so wie ich. Da ist ein Mikrofon auch noch dran. Ich verwende aber dieses Mikrofon hier. Und du hast nur einen Stecker. Ich habe nur einen Stecker, genau. Das ist extra für Laptop, ne? Das Headset. Ja. Steckst ein. Weiß und nicht. Steckst ein und dann gehst du in die Option rein hier, wo ich gesagt habe. System Sounds hier. Unten in das Symbol, Rechtsklick. Lautsprechermixer öffnen, Soundsystem und dann musst du dieses Mikrofon aktivieren und dieses vom Laptop, von der Webcam, der Sound deaktivieren. Verstehst du? Verstehst du? Musst du gucken. Hallo? Ich höre mich selber. Was hast du jetzt gemacht? Du musst es deaktivieren. Also das vom Laptop musst du deaktivieren, ja? Guck mal ganz genau, Digi. Ja, die Technik ist ein Schwein, ne, meine Lieben. Du musst das vom Laptop, ich weiß nicht, wie es heißt vom Laptop, mein Freund hat auch einen Laptop, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, das heißt irgendwie, keine Ahnung. Du musst dein Headset musst du aktivieren, aber dazu musst du auch dein Webcam deaktivieren. Also diese vom Laptop, ne? Ah, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, wie es geht. Doch, wie ich es gesagt habe. Hast du TeamViewer? TeamViewer habe ich, glaube ich, ja. Lad runter TeamViewer 15, nur ausführen, nicht installieren. Ich komme bei dir rein, ich mache dir das schon. Okay? Habe ich das? TeamViewer habe ich. TeamViewer 15, hast du? Oh Gott, ich lade runter. Mein Internet ist aber nicht unbedingt besser. Ja, mach das bitte, weil ich möchte gerne diese Zeit ausnutzen. Das ist die Zeit am Arsch. Wie mein Ex-Chef sagen will, wir sind hier nicht Caritas, verstehst du? Oh, Fehlbischen wieder zweimal, hey, Alter. So, lad die runter. Ich starte mal mein Team über. Ich mach dir das schnell, mein Lieben. Warte, ich muss das schnell geben, auf Uzi helfen. Das wollte kein Problem sein. Haben es gleich, meine Lieben. So. Und wie lange dauert es noch hier? Na, lad's runter. Ich muss ganz kurz mal aus dem Game raus, meine Lieben. Gehe nachher wieder ins Game rein, damit ich das hier starten kann. Ich weiß nicht mehr, wo ich den TeamViewer hatte. Der ist unter. Wo war der? TeamViewer Setup. War das der 15er? Guck grad, ob es der 15er ist. 20:49 habe ich den gestartet. Da baue ich die ID. Also nur ausführen, nicht installieren. Nur ausführen, ja? Okay? Ich muss ja mal kurz gucken. Einfach machen, was ich sage, Digi. Ne? Du ladst runter, ja. Dann nicht installieren, nur ausführen. Den Ordner aus der Bewegung rein, dass du den TeamViewer gleich findest, 15, nur ausführen und dann öffnet sie im Fenster und kommt deine ID und das Passwort. Und ich brauche die ID-Nummer von dir. Nicht sagen, die schickst du mir hier im DS rein, im Chat. Einen Moment. Mhm. Und dann mache ich dir das schnell. La 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 la, ich helfe Gamer Fuzzi, weil er weiß nicht, wie es geht. Alter, habe ich heute poliert. Den Audi muss ich gleich mit der Maschine polieren, du. Bist du blöde, du. So, Becken hat noch 8 Minuten.
Gamer Fuzzi? Ja. Hast du es? Warte, ja. Nur ausführen. Beides. Ne? Ausführen, nicht installieren, die immer nur ausführen. Und dann hast du eine IT, Fernsteuerung, bla bla, ihre IT. Und dann gibst du die IT-Nummer, die setze ich hier rein für die Fernsteuerung. Gibst du den DES rein, ne? Machst die hier. Ja, genau, also. Das ID. Er kann es ja, ne? Das ist wie meine Handynummer fast. So. Alter, bist du des Wahnsinns? Jesus Christ, warte mal schnell. Alter. Alter, Martin. Oh, Alter. Der Markus spendet. Guten Abend, meine Lieben. Grüße was? An Dani und Tom und alle anderen Zuschauer. Alter, Dani schläft. Alter, kannst mich nicht so erschrecken. Markus, die spendet mir 17,11 €. Schatzi, 8 Minuten hast du noch. Soll ich dich wecken? Aber sie kann so noch schlafen. So, ich komme jetzt rein, Digi. Keine Angst, ne? Ich beiß nicht. Ich scheiß dir ja den Laden nicht zu. So, hättest du das dann hier rechts gehen. Lass das mal Papa richten. Ne? Das ist der Kopfhörer hier. Das ist das Mikrofon vom Deaktivieren. So. Hast du das eingesteckt? Hast du es richtig eingesteckt? Hinten? In dem Stecker? Du hast das nicht richtig eingesteckt, ne? Hast du das? Hast du das eingesteckt? Das Mikrofon? Ja, ich hab's eingesteckt. Ich hab's eingesteckt, ja. 100 fix? Ja, 100%, ja. Aber ich kann's nicht, die Kopfhörer nicht rein. Das ist aber nicht. Das ist es nicht. Das ist das vom Ding. Kannst du irgendwo einstecken, das Mikrofon? Ein Schalter oder so fürs Mikrofon? Nee. Ha, das ist getrennt. Hast du beim Headset irgendwo einen Schalter, wo du einschalten was kannst? Nee, glaub nicht. Warte kurz. Das muss gehen. Nee, hab ich nicht. Red mal. Jetzt höre ich mich selber. Du hast das Mikro nicht eingesteckt, Digi. Eigentlich schon. Warte mal, ich steck noch kurz. Der ist getrennt. Das ist dein Kopfhörer, das E18, ne? Hast du keinen Schalter dafür? Ja, eigentlich nicht. Du musst da einstecken, das kann ich nicht glauben. Du hättest doch 5 Minuten Päckchen gehabt. Machst du einen Kaffee? Die Leute kommen morgen um 12. Vielleicht das Tattoo. Kannst du schon mal vorbereiten. Du musst mal gucken. Ich kann das nicht aktivieren. Verbinden, guck doch. Mal deaktivieren. Vielleicht geht's dann. Ne? Aktivieren? Geht nicht, ne? Keine Verbindung. Habe ich eben auch schon versucht. Die Stecker sind auch richtig drin. Das ist der Kopfhörer, ne? Ja. Bist du sicher, dass der drin ist, richtig? Ja. Steck mal ein. Am Laptop? Hab ich. Das geht nicht. Hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Du musst das Mikrofon einschalten. Was ist das hier oben? Das ist ausschalten. Das ist aktivieren. Aber wieso?
Was ist der System-Sound aus da? Ist an, saß an. Das kann nicht sein. Der Stecker stimmt nicht. Ich habe hier getrennt. Digi, morgen meine Spendenbrote flattert die Leute von mir. Dann grüße ich. Ja, danke schön für 17,11 Euro, Digi. Du bist der Beste. Ich muss gerade schnell was einstellen. Wir haben es gleich, Leute. Ist es ein Stecker, ein Kopfhörer? Hast du beim Kopfhörer keinen Stecker oder beim Kabel, wo du einschaltest, das Mikrofon? Bist du sicher? Ja. Hast du keinen Stecker, wo du einschalten kannst, das Mikrofon extra? Eigentlich nicht. Also ein Ding, sag ich mal. Ja, guck doch mal im Kopfhörer. Rote und grünes Kabel, ja, das habe ich. Ein rotes und grünes Kabel. Was hast du eingesteckt? Nur das eine Kabel? Beide. Hä? Beide. Beide. Hast du es richtig eingesteckt? Beim Laptop kannst du nicht zwei einstecken. Da ist ein Adapter von Anfang an dabei. Ein Adapter? Ja, okay, hast du es richtig eingesteckt? Guck mal, ist das richtig drin? Links und rechts. Und dann kommt der Adapter rein, oder? Der einzelne, ne? In den Laptop. Ja. Genau. Und du hast beim Kopfhörer keinen Schalter, 100% nicht? 100%, ja. Hä? 100% keinen. Das kann nicht sein. Schon überfordert. Wieso kriege ich den Task Manager nicht auf? Weiß nicht. Der ist sich da eingesteckt. Lass mal gucken hier. Kann ich da nicht auswählen. Das ist das Realtek, das ist das von der... Vom Laptop. Hä? Was? Vom Laptop, ne. Nee, klopf mal ans Mikro, vom Headset. Mach ich. Du Schatzi, ist das Mikrofon vom Headset? Das hier ist von Webcam. Von der Webcam? Ja. Ich will bei dem, wie haben wir das gemacht bei dir? Der hat zwei Stecker mit einem Adapter beim Laptop. Wieso das Problem, oder? Guck mal. Mit dem grünen. Mit dem grünen, ja, aber der hat einen Adapter, ne? Hat beide drin, guck. Oder wenn ich da, na, hier, guck mal. Ja. Das Problem schon, der Kopfhörer, das ist das vom Mikrofon vom Laptop, wie bei dir. Das kann man nicht reintun, das geht nicht. Als wäre es getrennt. Du hast das nicht eingesteckt, Digi, das kann nicht sein. Geh mal rüber. Der hat gar nicht. Nee, der hat nicht. Kann ich nicht. Soll er einstecken, kann ich nicht. Wie, was kannst du nicht? Soll er einstecken. Was kannst du nicht? Soll er einstecken. Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Was, Boller? Boller, was? Mehr einstecken. Soll er reinstecken. Nee, du hast einen roten und einen grünen Stecker, das haust du an Adapter rein. Ist das egal, wie du den reinsteckst, oder steht da dran rot-grün? Ist einmal ein Mikrofon und einmal so ein Headset-Dings. Ja, genau, das hast du eingesteckt und dann kommt der Hauptstecker in mit den zwei Steckern, rot und grün, in den Laptop rein, richtig? Ja. Ja, der ist aber nicht da. Guck mal, Leute, der hat das nicht drin. Hier, guck. Das ist sein Mikrofon. Egal, ob ich es jetzt deaktiviere, ne? Hier deaktiviere und das verbinden. Kopfhörer möchte ich verbinden, geht nicht. Ne? Der hat nur die Webkamera drin vom Laptop. Und das heißt, steck mal den ganzen aus, ohne Adapter. Oder hast du vorhin einen Adapter ausgesteckt beim Laptop? Ich glaube eher, der Soundding ist am Arsch, ne? Ich kann das auch nicht als Standard auswählen, ne? Das geht nicht, ne? Das ist das Problem. Hast du eine Idee, Markus? Hörst du mich noch? Geh mal, Fuzzi. Hallo? Steck mal nochmal ein. Irgendwas ist faul bei dir. Irgendwas ist falsch. Ich weiß noch nicht was.
Also es ist einfach komplett easy eigentlich. Aber irgendwas, ich glaube, der Laptop nimmt das nicht an, ne? Kann das sein? Du hörst mich? Ich höre dich aber nicht. Warte mal schon. Steck das nochmal ein. Aha, warte mal, du hast das wieder ausgeschaltet, ne? Du hast es ausgeschalten. Wenn du das ausstellst, dann ist es auch ausgeschalten. Warte, ich mach kurz neu rein. Warte mal, Ken, ich probiere was aus, warte mal. Der hat immer nur das Mikrofon Realdeck drin, meine lieben Freunde. Seht ihr? Ja, der hat immer das Mikrofon Realdeck drin. Hör dich nicht. Das ist das Problem. Ja klar, hörst mich nicht. Du hast immer das... Hörst mich? Du hörst mich, ne? Ja, hörst mich? Hör dich nicht. Also, hörst mich nicht. Du musst mal rausgehen, wieder rein. Grünes Dings, ne? Grünes Headset, ne? Ja, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ja. Der Adapter, sagen wir mal, wie der Adapter aussieht. Da steht da dran Mikrofon und Kopfhörer. Rot-grün. Hast du es richtig eingesteckt? Mikrofon ist rot oder grün. Warte, ich hau dir gleich eine rein. Mikrofon ist, glaube ich, rot und Kopfhörer ist grün. Ja, ja, so habe ich es schon. Ja, aber ist das richtig? Ja. Im Adapter. Hallo? Ja. Ja. Nee, wenn du das einsteckst, dann ist sie nicht getrennt, sondern ist das angezeigt. Dann kann ich es aktivieren. Ich kann es nicht aktivieren, wenn es nicht eingesteckt ist, richtig. Dreh es mal um. Mach einfach mal seitenverkehrt, was passiert. Beim Adapter. Ich will nur mal wissen. Dann verstehe ich dich nicht mehr. Hm? Geht nicht? Irgendwas ist faul, ne? Wer hat eine Idee, Leute? Ja, egal, lass mal's. Hörst du mich noch? Ist halt so. Dein Headset entweder am Arsch oder du hast wirklich einen Schalter am Headset, wo du nicht siehst. Du musst dieses Mikrofon aktivieren, dieser Kopfhörer. Und sonst ist es halt am Arsch. Glaube ich aber nicht. Verstehst du? Hallo? Steck's doch mal um. Ja, ich hör dich. Ich guck nur, aber ich bin mir irgendwie sicher, dass es kein Headset so will. Ich verstehe das schon. Er redet wie Redixe manchmal. Nee, ich verstehe ihn so schlecht. Du nuschelst. Naja. Ja. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich kann nichts machen. Halt, stopp! Stopp. Was ist das? Stopp. Buddy joined your channel. Was hast du jetzt gemacht? Hallo? Die sind alle getrennt. Die sind alle getrennt. Was ist alles drin? Nein, ich kann die nicht aktivieren, weil sie getrennt sind. Das ist das Problem. Ich kann nicht. Das ist jetzt im Maß. Der Realtek Hightech, das ist deine Webkamera hier. Egal, lass es so. Ich hab keinen Bock, ich habe jetzt keine Zeit mehr für den Scheiß. Lass gut sein. Guck mal, sieh zu, dass man ein anderes Headset herkriegst. Das ist Katastrophe. Weil Laptop ist immer scheiße. Geht ja noch, aber ja, verstehst du? Ja, ja, ich weiß. Martin, was ist das für ein Scheiß bei dem? Das Kabel stimmt nicht, ne? Der hat einen Adapter, er hat einen roten, ne, das Mikrofon und einen grünen Stecker, der hat einen Adapter reingesteckt und der kommt dann in den Laptop rein. Punkt. Zeigt es mir aber nicht an. Zeigt es mir an, nicht angeschlossen. Getrennt. Moment, wenn du rot und grün auf einen Adapter machst, das heißt, dann hast du ja Mikrofon und Lautsprecher auf einen Eingang. Das geht doch gar nicht. Das ist der Kopfhörer und das Mikrofon. So gehört es nochmal. Es gibt auch Kopfhörer mit einem Stecker für den Laptop. Da ist beides zusammen, Mikro und Kopfhörer. Ich guck jetzt einfach mal im Internet nachgucken. Vielleicht finde ich irgendwie ein Headset. Bei der Kopfhörer muss er ja was hören. Richtig?
Richtig. Also du hast so, normalerweise hast du eine Box. Ne, warte mal. Nein. Das heißt, vom Laut, nee, von unserem Headset kommt ein Kabel ab. Und da muss er abtrennen. Nein. Oder soll ich. Oder soll ich einfach mal versuchen mit einfach ganz normalen Handy-Kopfhörern? Also das ist es ja bei mir. Also ich habe mein Headset ist so, dass ich quasi ein Kabel abgeht und das splittet sich dann auf. Einmal aufs Mikrofon und einmal auf den Lautsprecher. Von meinem Rechner, den Eingang. Nee, wenn er ein Headset hat, wo zwei Stecker hat, einen roten und einen grünen, ist der grüne ist für den Kopfhörer und der rote ist fürs Mikrofon. Ja. Genau. Und den musst du auch anstecken. So den Steck hat er ja auch. Dann hat er einen Adapter, weil der Laptop nur einen Steckplatz hat. Und das ist ein Adapter. Den steckst du im Laptop rein und dann ist das da. Er kann nicht nur das Mikrofon einstecken, dann hört er uns ja nicht mehr. Hast du Boxen auch noch dran? Nee, oder? Nee, das ist der Laptop einfach. Und ich kann Laptop deaktivieren, das ist die Webcam, das weiß ich beim Laptop. Aber dieses Headset ist getrennt. Und wenn du das ansteckst, müsst ihr das normal erkennen. Sonst, ich hole noch mal kurz meine ganz normalen Handy-Kopfhörer. Probier mal die. Ja, Mikro. Probier mal, Kann er nichts hören, oder was? Ja, probier mal. Du musst es aber auch aktivieren. Entweder macht das automatisch und dann musst du es nochmal so machen. Muss ich halt nochmal reinkommen. Das musst du schon lernen, Digi. Jetzt hast du ja gesehen, wie es geht, ne? Eigentlich ganz simpel. Es ist eigentlich komplett, eigentlich logisch. Nur logisch denken, dann ist es eigentlich schon erledigt. Das ist eigentlich eine Sache von, wusste ich damals schon, habe ich gecheckt, ne? So. Check die mal aus und steck mal dein Handy-Dingsbums an. Mal gucken, ob da was kommt. Habe ich schon. Ich bin noch kurz offen. Immer noch, wir hören immer noch deine Webcam. Du musst die deaktivieren. Ja. Moment. Jetzt weiß der wie, ne? Naja, weiß nicht. Muss ich jetzt wieder reinkommen? Boom, bis. Na. Außen. Hä? Wenn die Handy-Kopfhörer gehen, haben die Mikro? Ja. Ja, dann musst du das anzeigen, wenn du das ansteckst. Außer deinem Laptop hat irgendein Treiber was nicht. Ne? Hast du angeschlossen und das andere weg? Ich wusste, es gibt Probleme. Ich habe so einen siebten Instinkt für so Sache. Ich habe immer Déjà-vus. Geht's oder nicht? Hm. Du weißt nicht wie, ne? Kannst du das sagen? Ah, es geht nicht. Keine Ahnung, der kennt die nicht. Zeig Six an. Dort, wo wir waren vorhin. System-Ding, Lautsprecher und. Naja, da bin ich ja auch. Der findet das Ding nicht. Was zeigst du an? Weil, wie es vorher war, ne? Naja, okay. Also die Headset zeigt sich an, ne? Die Kopfhörer. Ja. Ja, dann lass es einfach mal so. Weil das funktioniert, aber du brauchst halt, ich glaube einfach diese, entweder ist der Adapter am Arsch oder, ne? Der Laptop findet es eigentlich automatisch, ne? Ja, sonst habe ich halt, sowieso am Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres halt auf dem PC. Regnet es bei dir oder was läuft da im Hintergrund? Das ist der Lüfter. Das ist der Lüfter? Welcher ja. Lüfter? Ah, so vom Laptop. Ach du heilige Mutter Gottes, in der Boeing ist er noch leise, du. Ah, das ist der Lüfter, okay. Aber dein Laptop funktioniert doch ganz normal mit Strom, ne? Oder hast du irgendwie ein Kohlekraftwerk da? Ein Kohlekraftwerk. Der war gut. Nee, ich weiß nicht genau, warum es dein Headset anzeigt. Es ist da, aber es ist getrennt, zeigt es an. Und normalerweise kannst du es deaktivieren, aktivieren und dann ist das eigentlich drin, ne, meine Lieben, ne? Wisst ihr das, ne? Dominik Schulz, ich bin vergeben. Wo? Auf dem Laptop? Ja, kein Problem, geh mal, Fuzzi. Guckst, vielleicht kaufst du mal ein anderes Headset, wo mit einem Stecker extra für den Laptop? Weil der Laptop hat ja nur einen Stecker, ne? Oh, bis, jetzt geht's los, Leute! Ja. Und vielleicht mal ein Libro oder so, das kostet 10 Euro oder so. Aber mit einem Stecker, nicht dieser Zweierstecker. Der Adapter geht normalerweise schon. Der war dabei, ne? Aber. Ja. Ich kann dir jetzt gerade nicht helfen. Ich war oben, aber ich kann nichts machen, ne? Ich kann auch nichts aktivieren. Normal den Laptop vielleicht mal Update machen. Vielleicht hat er. Ich müsste da mal raufkommen.
Ich habe nichts gefunden. Ich wollte ein Gerätemanager gehen, weißt du, Martin? Was ist denn das Problem jetzt? Das Problem ist, dass es nicht annimmt. Du kannst ja mit dem Teamweaver mit ihm immer machen. Kannst ja raufgehen. Teamweaver 15. Mach du das mal. Kannst du gucken. Du kennst ja auch aus. Wer kriegst du her? Wenn du es herkriegst, dann... Das Problem ist, er hat einen Kopfhörer. Ein Headset, ne? Mit Mikrofon und Kopfhörer. So wie ich. Ich habe aber das Mikro. Nicht das Mikro. Ich habe hier ein Mikro auch. Ne? Und er steckt es an mit, hat ein rotes und ein grünes Kabel. Das rote ist Mikro, das grüne ist so Kopfhörer. Den steckst du in den Adapter rein, das sind zwei Stecker. Ja. Den Adapter kommt in den Laptop rein, wenn der Laptop nur einen Stecker hat. Ja. Und das funktioniert normalerweise. Und er hat aber jetzt dieses Realtek irgendwas drin, das ist das, die Kamera vom Laptop. Und da ist der Ton dabei. Und das andere zeigt es an, nicht angeschlossen. Und dann kannst du es aktivieren, geht aber nicht, weil es angeschlossen ist. Da brauche ich mal die Partner-ID von... Ja, schreib dem mal Martin, Geberfuzzi, ja. Der Martin ja, soll mal gucken. Ich habe Teamvideos schon runter gemacht. Ich ja, 15, ja. Ja, ich lade gerade runter. Ja, schreib's dem Martin, weil die hat sich jetzt, glaube ich, geändert, sonst hätte ich es ihm geschickt. Das Passwort ist, glaube ich, anders. Weil das ist extrem störend, weißt du, wenn man das hört. Das ist ein Hetz. Na, wer ist hier? Der Schüler. Wer? Der Schüler ist da. Der Schüler? Welcher Schüler? Der Schüler. Der Landwirtschaftsschüler. Der Landwirtschaftsschüler, wo er abgebrochen hat. Der in meine Landschule war. Der Dominik. Ah, wo warst du denn? Ich? Ja. War kurz draußen. Das ist draußen, meine Geliebten, ne? Ist ja kurz Fabio reingekommen. Hallo Dominik, ich will ein Kind von dir. Du, nö, da warten wir noch ein bisschen. Ja. Soll ich hinten an. Bringst du nächstes Mal Ganzkörperkondom mit, dann können wir nochmal drüber reden, ne? Oder eine Pille, wo 3,5 Tonnen wiegt, die können wir dann vor die Schlafzimmertüre schieben. Der ist gut. Verstehen bis heute nicht. Kennst du den? Also. Es gibt jetzt eine Pille, die wiegt 3,5 Tonnen. Die können sie vor die Schlafzimmertüre schieben. Verstehst du? Kriegst du nicht weg, weil 3,5 Tonnen, ne? Gut, ne? Hä? Kommt von Otto. Das ist daran jetzt so sick. Du kannst keine 3,5 Tonnen wegschieben, Digi. Außer du bist Herkules oder Gott, oder? Das erste ist ID. Das hier ist die... Das Passwort. Ne, die Pille kennst du ja, ne? Die wiegt halt 3,5 Tonnen, verstehst du? Da musst du sie nicht fressen, weil du kannst sie eh nicht wegschieben. Also, kann auch nichts passieren. Alter. Liebst du Fischstäbchen, Digi? Nee, ich bin kein Schulerfisch. Den kennt er schon. Das war natürlich klar, ne? Den hab ich dir gestern schon erzählt. Ich dachte, du hast vergessen, ne? Nein. Ach, du bist ein schwuler Fisch, wenn du Fischstäbchen liest. Oh, Tom liebt Fischstäbchen. Hat er ich lieb sie, du. Ich habe so lange keine mehr gegessen, ehrlich gesagt. Hast du vorgestern welche? Ja, also bist du doch ein schwuler Fisch. Nein, ich hab nicht genossen. Nein. Lecker Fischstäbchen mit, was ist hier gut dabei? Fischstäbchen und Kartoffelpüree oder so, ne? Kott. Hm? Kott. Was ist Kott? Kotze? Was? Kacke. Was ist das? Kacke. Alter, ihr Deutsche macht mich fertig. Was? Kacke. Kot. Extramente. Ach, du bist so ein Schwein. Nein, Spaß. Mit Ketchup. Mit Ketchup? Ah, stimmt, ja. Ketchup oder extra so. Ja, ich bin aber mittlerweile, mein Bruder macht auf Fitness. Auf Fitness? Fitness. Jetzt muss ich so komische Quinoa-Samen essen. Okay. Minze, ja. Und rohes Ei. Brokkoli und. Und rohes Ei. Nee, das ist ekelhaft. Ja, iss mal. Weißt du, wie es mir geht, ne? Aber schon alle anfeuern. Ne? Essen Ei, essen rohes Ei. Schluck du Sau. Pfeffersalz noch rein, ne? Schluck bist ja gewohnt, ne? Ja, aber selber nicht, ne? Was? Ess mal ein rohes Ei, meine Lieben. Dann wisst ihr, wie es mir geht, manchmal. Hab ich schon mal. Ja, jetzt weißt du, für 10er, okay. Ich habe auch schon für 5 Euro Wurstwasser getrunken. Was? Drei Gläser Wurstwasser. Alter. Auf mit dem Mann, Scheiß. War das lecker. Ja. Nee. Hä, für einen 5er ist das ja auch voll okay. So, der Gamerfuzzi ist jetzt schuld, dass ich nichts mehr fange, ne? Gamerfuzzi? Anzeige ist raus, Digi. Nein, kein Problem. Ich helfe ja gerne. Ich habe mein Karma jetzt aufgefrischt. Ne? Der Martin, hilf dir mal. Gib mir mal die Daten.
Oder ist es schon dran? Habe ich schon, aber ich ziehe uns mal in einen anderen Raum rein. Ja, bitte, ja. Guck du mal, vielleicht kriegst du es ja. Vielleicht macht's Martin. Ich bin hier im Stress, ich muss jetzt die Fische fangen, ne? Dominik, ne? Herr Schulze. Schulze, ich muss hier Fische fangen. Mit einem Großkopper. Großkopper. Was? Großpoppe? Warum, also, ist der jetzt, warum ist der jetzt in einen anderen Channel gegangen? Weil er ihm was erklärt, weil er was gucken muss wegen diesem Lautsprecher. Ich hab's nicht herbekommen. Ein Headset, ja. Ich hab auch so ein Headset. Ja, aber was liegt's? Hast du auch einen Laptop? Ja. Ja, wenn du das ansteckst, ne? Fisch? Oh. Wenn du das ansteckst, dann ist es ja da und dann kannst du es aktivieren, ne? Dann kannst du die Kamera vom Laptop ausschalten und deine Kopfhörer aktivieren. Warum ist denn die Kamera an vom Laptop? Einfach nicht die Kamera beim Laptop ausschalten, ne? Mit der Taste. Ja, aber bei mir geht es gar nicht an die Kamera im Laptop. Nee, die Kamera, das Mikrofon ist immer an beim Laptop. Ach so, das. Das musst du deaktivieren in der Menüeinstellung. Ja. Ja, das geht ja. Deaktivieren geht ja noch, das Mikrofon. Aber dieses Headset, wenn es richtig eingestellt hat, kann ich nicht aktivieren. Dann soll der mal. Oh, auch, Fisch! Boah! Dann muss der vielleicht, wenn du auf den Ton gehst, da unten, ne? Ja, hab. Rechtsklick drauf gehen, hab dann ich schon. Soundeinstellungen. Ja, hab war ich schon. Auch schon. Ja, war ich. Ich war mit dem TV für drin. Hey, ich hab einen Tabun-Digi! Ein kleiner! Oh, jetzt geht er ab! Oh, jetzt will er es wissen! Ah, der kann auch Soundprobleme yes! machen. Ne? Ich hab einen Tabun! 99 cm! Na, Leute, ich hab euch gesagt, ihr kriegt Tabuns. Ich hab Tabuns. Ich hab auch 99 cm. Hm? 99 Tahapune. 99, haben im Arsch eine Harpune. Sie kriegen sie nicht mehr raus. Alter, bist du des Wahnsinns. Was? So mal pennen gehen, Urlaub genießen und mich erholen ist wichtig. Digi, du hast dich verrechnet. Kannst du, Digi, spende mir. Einmal 17,11 Euro und dann 11,11 Euro, Leute. Und Markus hat es ausgerechnet. Guck mal den Spendenkohl an, Leute. Ich schmeiß mich weg. Das war nicht geplant, ne? 199,99. Genau. 22? Ne? 23. Das war geplant, ne? 222 ist der Kohl. Noch 9 Tage. Danke für deinen Support, Digi. Bist du Beste. Schlaf schön, Markus. Danke. Ich küsse deine Augen. Ne? Danke, war geplant. Es war geplant. Es ist unser Akku. Komm. Ja. Wenn du morgen streamst, ne? Nice. Wenn du morgen streamst, mach ich dir dein Golf-Hole. Ich weiß nicht, ob ich morgen streame, weil morgen kommt Flatte Bloody zu uns und Was für ein Ding? Flatte Bloody, der Florian, der edle Spender von mir, also der Spendenbruder von Markus C. Dankeschön, Markus, du bist der Beste. Danke, ich kann's brauchen. Du weißt, ich bin fleißig derzeit, ne? Du weißt ja, siehst ja, fürs Geschäft und kostet ein Schweinegeld am Anfang. Könntest du endlich in Urlaub gehen? Oder Urlaub nicht. Flat wird mir noch ein bisschen helfen, glaube ich, was er gesagt hat. Jetzt muss ich das mit mir morgen ausmachen. Aber das bleibt privat, das kann ich nicht sagen. Also, er hilft einfach im Geschäft ein bisschen. Bisschen Schwarzarbeit so. Nein, nicht helfen. Also, mal sehen. Ne? Werden wir jetzt hier vielleicht mal gucken. Dass ich ein bisschen Luft habe. Dankeschön, Brudi. Ne? 199,99, das war geplant. Was für eine geile Zahl, Alter. Ich hau mich weg. Alter, herrlich. Markus, danke für deinen Support. Hey. Danke. Ich habe letztens noch ein Ding, noch 10 Euro ein Spiel gegönnt. Nee, mehr war das, ne? Was war das nochmal? War Battlefield. Was war das? Nee, da dem. Oh, hilf mir, Shell. Wer war das nochmal? Dominik? Alcidon. Nein. Der Nordmurkechen, ne? Nordmuckchen. Schatzi, gibt's einen Kaffee? Ich hab schon alles gefüllt. Oder eher nicht? Ja, nicht. Nee, nicht mehr in der Nacht, ne? Oder kannst du mir einen Verdünnsaft oder einen Mezzo bringen? Bitte? Bisschen Schatz dann. Brauch Mezzo. Mezzo-Mix habe ich keine. Muss ich noch mitnehmen nächstes Mal wieder. Wir haben gar nichts hier, außer Wasser. Ich hätte einen Kinderrestaurant noch mitnehmen können, ne Ding, ne, Schatzi? Holen wir morgen noch eine. Boah. Und nochmal was, du hast nochmal was gespendet bekommen. Was hab ich? Nee, doch nicht. Wie, was? Nee, hä? Ah, nee, doch nicht. Nee, Markus C. ist der Beste, Dankeschön. Alter,
Das hat dir nicht gepasst, ne, die Zahl vorher. Ne? Der will auf 199,99. Der rechnet das genau aus. Wie hast du das gerechnet? Per Kopf? Oder Zahlen, hast du das... dass man keinen Cent spenden kann. Das wäre geil, ne? Nee, ja. Versaul nicht die schöne Zahl. Das mag der Markus. Ja, doch, deswegen ja. Nein. Der mag die Zahl. 199,99, ne? Ich glaube, dann gibt's Escher. Von Markus. Okay. Ja. Soll ich mal mit dem Krupp probieren? Komm, ich probiere mal mit dem Krupp. Jetzt wird's Nacht, ne? Die Bisszeiten wären perfekt. Ich habe 171 Kilogramm. Wir haben 1:30 gestreamt. Ich probiere mal mit dem Krupp. Komm einmal. Ich bin überlegen, ob ich einen Chickenkopf 21 Gramm, dann bin ich ein bisschen leichter. 25 ist schon schwer. Es geht, ne? Machen wir mal diesen gelben Krupp. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht geht's. Ja? Ich war gestern im Jugendheim, ne? Ja, im Jugendheim. Und, okay. Ja. Warum? Ja, hab ein bisschen was getrunken. Und zwei Leute. Ein Jugendtreff meinst du, ne? Ja. Und zwei Leute waren besoffen und auf dem Boden haben gekotzt. Ja. Soll ihnen eine Lehre sein, ne? Haben wir auch gesagt, aber bei uns ist halt die Regel, wer kotzt, der putzt. Ja, spätestens. Alter! Nee, oder? Der macht das Spendkurs voll. Alter. Für meinen Spendenbruder Flatre Bloody. Ich mache die Spenden voll. Ja. Was? Ich habe meinen Spendenkurs voll gemacht, Schatzi. Was? Was geht ab? In den Urlaub mit dir, Tom. Alter, Schatzi, Markus, hier hat mir einen Spendenkurs voll gemacht für 222. Hat nochmal. Alter, komm, Digi, hör auf! Nochmal 22,23 Euro gespendet. Digi, musst du nicht sein. Du musst doch nicht alles machen. Alter. Ich bin echt erschrocken jetzt, ne? Yeah, ram. Da kommt das so, yeah. Hast du gehört? Da machst du so, yeah. Ram, bam, bam, bam. Alter. Brudi, danke schön. Jetzt, Schatzi. Du musst im Stream kommen. Markus möchte dich noch sehen, bevor er schlafen geht. Der hat mir jetzt gespendet. Du musst hierher kommen, Bäckchen. Der hat mir jetzt 17,11 Euro gespendet, 11,11 Euro und 22,23 Euro, Bäckchen. Das geht gar nicht. Also, er kann's, ne? Jetzt musst du herkommen, mir die Mezzo bringen und Hallo sagen. Markus C., Markus C. Ja, die Dani, die ist schön. Markus C., Markus C. Jetzt musst du dich beeilen, sonst ist Markus C. böse, weil er geht jetzt schlafen. Markus C. ist müde und er hat mir gespendet. Bringst du eine kleine Mezzo-Mix? Kannst du eine ganze Flasche bringen? Jetzt kommt sie, Markus. Da ist die Süße. Guck. Sie ist kaputt, ne? Ich hab geschlafen. Ich bin total kaputt heute. Ja, dein Schlitzmann. Also, da. Ja, geht mir anders. Sag mal was Schönes zu Markus. Guck mal, was er gespendet hat. 22,23 Euro, 11,11 Euro und 17,11 Euro. Das geht doch nie. Kann doch nie machen. Das sieht die gerne, ne? Machen wir hier. Markus, Tom hat gesagt, ich darf nicht mehr. So, ich muss jetzt so hier. Yeah, Dan ist da. Oh, ich hab so einen Durst, Leute. Dankeschön, Markus, bist der Beste, ne? Yeah, Dan ist da. Jetzt kann er gut schlafen, ne? Ohne XY aus der Stream geht Markus hier nicht schlafen und ohne Dani auch nicht mehr, ne? Geht's rein? Supi, Kleinmann. Dankeschön, Bäckchen. Kriegst du ein Schmätzchen hier noch? Wo ist sie denn? Guck mal, so kann ich's ja machen. Ja, so, ja, hinterm Rücken. Und jetzt gar nichts sieht man mehr. Schöne Augen hat sie, ne? Süße Frau. Ganz süße Frau, ne? Markus, glücklich? Alter, kennt ihr das? Wenn ihr einen Durst habt, obwohl ihr nichts gesoffen habt und der Durst ist so wie im Brand? Bussi Dani. Also Markus hat dir heute 50,65 Euro gespendet. Wahnsinn, Schatzi. 50,65 Euro, hast du das ausgerechnet? Ich habe einen Taschenrechner gehabt. Der hat mir 50 Euro und 50, wie viel? 65 Cent. 50,65 hat er gespendet, Becky. Markus, nur für dich, warte, muss so hin. Von mir auch, Markus, komm her, komm. Komm her, Markus, komm. Pyromoritz ist hier, moin, moin. Moin, moin. Herrlich. Der macht mir heute einfach den Kohl vor, Leute, ne? Nehmt euch mal ein Beispiel der Markus C., meine lieben Freunde. Der massiert mir klassisch die Eier, aber das wird wirklich.
Der weiß. Ist doch Dani da, oder? Der war, ja, der war gut. Ja, wie das ist so toll. Markus, danke schön. Wollen vertauscht, Huch. Bin schwer begeistert von dir, aber du musst dich immer alle. Digi, du bist eh schon so Spendenbrudi. Dankeschön. Gut zu der Menschheit. Es gibt auch andere Leute, wo sagen: Ach komm, den jetzt schmeiß ich mal. Dankeschön, ich kann es brauchen, ne? Du hast mir eigentlich den Abend gerettet, Markus, ne? Du hast mir eigentlich heute meinen Abend, meinen Stream gerettet, ne? Gerade wo du gespendet hast, hatte ich noch einen Fehlbiss, weil ich gar nichts mehr gehört habe und mich gar nicht mehr konzentrieren konnte und ich so mega erschrocken bin und das wäre der erste Fisch mit dem Krupp gewesen, weil ich will jetzt probieren, diesen Tarpon mit dem Krupp zu fangen, der funktioniert eigentlich normalerweise, ne? Nur die sagen gerade, die Tarpone sagen gerade auf dem Krupp, sagen sie, nö, du kommst so nicht rein. Und ich möchte eigentlich noch die 200 voll machen, dann habe ich eigentlich die Kohle drin, weil ich noch die Lizenz habe. Deswegen, das ist das Problem bei dem Game, ne? Du kaufst die Lizenz gestern und dann möchte ich ja nicht ein anderes Spiel spielen, weil sonst verfällt die Lizenz und dann muss ich die wieder kaufen von 8000, ne? In Everglades. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich wenigstens jetzt noch einen Stream von Fishing Planet. Und ich habe Tarpone gefangen. Ich habe einzigartiger Snook gefangen mit 140, glaube ich, oder was das war, 120 Zentimeter. Aber mit diesem Krupp, ne? Ich lasse ihn jetzt mal unten nach. Krupp ist eigentlich für Tarpone. Aber das funktioniert nicht, Leute, hier. Das ist mir mega Rätsel, egal wo ich es hinschmeiße. Ne? Ich kann eigentlich hier rüber. Es ist. Und ich führe ihn eigentlich richtig. Natürlich kann ich einen Knochen hecht. Achso, ja, Knochen. Ja. Ich bin jetzt wirklich geschlafen, ich muss morgen arbeiten. Du gehst jetzt schlafen? Ja, ich gehe arbeiten. Ja, ja, klar. Wo gehst du arbeiten? Bei meinem Vater. Jawohl. Was macht dein Vater? Kälteanlagenbauer. Was? Kälteanlagenbauer. 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 Ja, aufpassen wegen Strom, ne? Da ist kein Strom drauf. Doch, wenn wir es ja. Ah! Okay, alles klar, das war falsch. ja, viel Spaß, ne? Sagst deinem Papa schönen Gruß. Vom oh, jetzt! Oh mein Gott, der Biss doch. Guck ihn an, Digi, das ist er! Das ist er! Wow, das ist der Boon! Guck mal, wie er abgeht! Was? Von meinem Vater. Oh ja, 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 Ehre, ja, sagst du einen schönen Gruß vom Österreich, vom Vorarlberger. Das ist ein Tarpon, glaube ich. Ich hoffe. Weißt du, warum das jetzt ist? Das ist, weil Markus jetzt heute das mal voll gemacht hat. Ja, jetzt hat Markus voll gemacht und jetzt gibt's einen Tarpon. Hat ihr den Biss gesehen, Leute? What the heck? Wahnsinn, erste Mal mit einem Krupp, ne? Man muss nur ein bisschen unten. Wenn's, ich glaube, es ist ein Tarpon. Es ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Hast du gelesen, was Markus geschrieben hat? Ja, nach 13 Jahren habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt. Ja, ich weiß, ich habe es gelesen im Facebook auch. Ich gebe meine Dankbarkeit einfach an alle weiter. Ach, Digi, du bist so dankbar. Hast auch Pizza gekauft, ne? Oh, das ist ein Snooki. Das ist ein einzigartiger. Nochmal einer. Ein Snook. Wo ist eigentlich mein Geld jetzt hier? Nein, kein Tarpon. Aber gewöhnliche Snook in Trophäengröße, meine Lieben. Seht ihr, ne? Läuft bei mir. Wow. Wieder eine. Ja. Ja. Da ein Snooki. Nicht so groß, aber immerhin 90 Cent. Ich dachte echt ein Tarpon. Ich hab Tarpon heute schon gefangen. 3 Stück oder so. Warte. Ich bin weg, ne? Ja. Gute Nacht, schlaf schön, ne? Sagst deinem Babi einen schönen Gruß, ne? Ja, du auch. Von mir, ja? Tschüssi. Tschüssi. Ja, Pyro. Es kommt gleich ein Tarpon. Warte, Pyro. Ja, und? User was moved to your channel. Ja, auch nichts mehr. Ich finde die Kamera nirgendwo. Gell? Ja. Komisch, ne? Ja. Jetzt höre ich mich aber doppelt. Jetzt höre ich mich doppelt. Du hast das falsch gemacht. Muss ich nochmal rein? Ich habe gar nichts eingestellt. Das ist es. Doch, du hast Stereo jetzt drin. Digi. Wo ist das? 1, 2, 3. Geh mal Fuzzi, ja? Du musst das nochmal umstellen. Die Stereo raus, nur dieses eine, die Webcam drin. Nee, du hast ja gesehen, ne? Der Kopfhörer ist ja da, ne, bei ihm. Mhm. Aber du kannst ihn nicht aktivieren. Und da glaube ich, entweder ist das kaputt, das Headset. Weil es sich angeschlossen ist, auch wenn das einsteckt. Oder? Ja, das ist die einzige Option. Dieser Umstecker. Geht nicht, ne? Deswegen habe ich gesagt, kauf dir einen Laptop-Kopfhörer, wo du nur einen Stecker hast, und dann geht's, ne? Hat Schatzi auch. Soll ich es zeigen, was für ein Stecker das ist? Schatzi, gell, Schatzi, dein Kopfhörer hier. Mit Mikro. Pyromoritz! Alter, danke schön! 5,49 €. Was? Im Superchat. Das müsste jetzt kommen, oder? Verspätet, oder? Es ist.
Dankeschön. Ich habe gesagt, du bist der Beste. Dankeschön. Du auch. Pyromoritz. Ne? Pyromoritz bist der Beste. Pyromoritz hat ein paar Fragen, hat Reifenglanz und kann auch den Arsch polieren, ne, Martin? Also kostet halt extra, ne, Leute? Das heißt, jetzt 2 Wochen lang nicht waschen, immer schön dünnches. Ja, du Sau. Ein Arsch rasieren, kostet extra, Leute, ne? Schön behaart und dann muss es so richtig krustig werden. Ja, Biss, Digi, Biss. Ja, du, Mann. Du bist so eine Sau, Martin, ey. Auf. Das Geld musst du dir verdienen. Ne? Ah, vor desinfizieren hier. Ah. Weißt du, wenn ich Klippe runterziehst, dann so. Ja, was machst du? Ja, was polierst du? Was polierst du denn so alles? Ne? Ja, Boote, Autos, Ärschen. Ja, mein Domain müsste bald frei sein, ne? Dienstag oder so, ne? Markus C., Dankeschön für deine edlen Spenden. Wahnsinn, 50,65 Euro gesamt. Puh, nicht schlecht, Digi, ich kann es gebrauchen, ne? Das haue ich natürlich auf meinen Konto, ne, für Firma, sagen wir mal so, ne? Und das Spiele muss ich ja so noch kaufen dann. Mit Martin, da gucken wir dann. Es werden jetzt eigentlich nur noch Spiele gekauft, wo wir dann auch spielen. Wo. Ja, danke schön, Digi, Beste. Und Pyromoritz, 5,49 Euro, meine lieben Freunde. Ja klar, das gilt auch noch. Spendenkohle, egal, der ist voll. Ne? Es geht aber trotzdem noch. Ne? Das ist nicht, dass jemand denkt, jetzt spendet jetzt einen Euro und so und das ist verfallen oder so. Nee, Leute, das rechnet es alles an. Ne? Beim Pyromoritz ist deswegen, dass es nicht rechnet. Es steht zwar oben, aber beim Spendenkohle wird es nicht mitgerechnet. Was ist der Spendenkohle? Der ist weg, weil es voll ist. Ach so. Markus, der hat 222, ne? Ja, wollte gucken, wenn du sagst, so eine ganz komische Zahl hier, dann denkst du, da muss er schon wieder was ausgerechnet haben. Ja, hat es genau ausgerechnet. Das ist 199,99 und dann hat er noch, nochmal diese 22,23 Euro reingehauen und dann war das der Kohl eigentlich voll, ne? Genau ausgerechnet. Ne? Der Markus rechnet, das gefällt ihm eigentlich, keine Ahnung. Aber es geht immer noch, ne? Das ist eigentlich nur der Kohl, was ich halt festlege. Ne? Die Spenden rechnen es trotzdem noch an. Ne? Spenden, Streamking ist eh Markus T, denke ich mal, ja, so wie ich das gesehen habe. Ich probiere jetzt gleich nochmal mit dem Oberflächenköder am Abend, ob der Buhn noch angeht. Normalerweise mit dem Krupp müsste das funktionieren. Das Problem ist nicht einfach. Snooki, also der hat richtig gut gebissen, ne? Aber das so mit dem Krupp, ich bin nicht so ein Fan von dem Krupp, obwohl der eigentlich funktionieren müsste. Komm, wir probieren nochmal diesen Oberflächenköder schnell mal. Diesen, wie heißt er denn? Diesen Großpopper, ne? Der funktioniert eigentlich normalerweise relativ gut. Bisszeiten sind, ja, die gehen jetzt wieder ein bisschen in den Keller runter. Hier fängst du nochmal der Bohne oder drüben links und rechts, eigentlich überall. Wenn sie wollen, ne? Stufe 1. Und dann halt. Ja, heute Nacht, ne? Martin, ich gehe rein, ne? Mach einen Wurf mit einem Großpopper oder zweiter Wurf, ich weiß nicht mehr genau. Boom. Der Boom, ich konnte nicht mehr, ne? Sie sind Mangelware, aber. Wenn ich, und trinken Korn. Richtig, wenn ich aber weiter rauswerfen könnte, über den Ding ziehen, da ganz links, komme ich nicht raus. Auch, weil ich will nicht so leichte Schnur hinhauen. Wenn ich eine leichte haue, bei diesen 28 Gramm, dann komme ich vielleicht auf die Höhe raus. Ich müsste eigentlich hinter diesen, da sind die eigentlich normale. Ja, ob das stimmt, ne? Ich könnte jetzt mal einen anderen Silchen schmeißen, kaufen und vielleicht komme ich dann weiter. Aber ich glaube eher, die Rolle wäre gut, wenn die anders wäre, ne? Ja, kommt einer? Ja, Biss. Habt ihr gesehen? Alter, die Schwanzflossen hast du gesehen. Pam! Das ist ein Snook. Ja, ich kurz weg. Ja, ist kein Dabun, aber ein Snooki, glaube ich. Oder ein Trommler. Ne, Trommler, glaube ich, eher weniger. Aber ein Snooki. Nicht so groß, aber immerhin ein Fisch. Dann haben wir nämlich jetzt gleich mal die 200 voll, meine Lieben. Nur für euch. Jawohl. Schatzi spielt, glaube ich, Candy Crush. Oh, der muss Candy Crush. Domek, DJ Domek ist auch hier im Spiel. Domek, ne? Oh, der Knochen echt gefangen. Ach, dann zahle ich auch für Sing. Hm? Was, Gamer Futze? Ich sag auch.
Ja. Hast du umgestellt? Das Mikrofon jetzt wieder normal, ne? Da musst du mal gucken. Vielleicht probier mal ein anderes Headset, ne? Ob der anzeigt. Du weißt ja jetzt, wie es geht, ne? Ja, ja. Weil der Lüfter tut, als würde es bei dir regnen und hageln zusammen. Und sonst musst du Push to Talk machen, ne? Digi. Wenn du spielst. Ja. Push to Talk hier, ne? Dann wird es nicht so stören. Also es geht eigentlich, aber es ist halt ein bisschen störend, ne? Da kannst ja du nichts dafür jetzt. Ja. Alter. Mike, musst du Talk schnell rein? Ja, bitte, ja. Und wenn du reden willst, dann kannst du ja drücken, ne? Wir müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen. Den Kuno furzen lassen und die Gase einziehen. Da wird dir dann gleich schlecht. Ja. Da stinkt das ganze Haus. Und schon ist der Gamer-Fuzzi raus. Da scheißen wir drauf. Da scheißen. Push to Talk, Push to Talk. Hast du Push to Talk? Ja. Check, check. One, two. Wo ist denn Redixe? Hat der eine Freundin oder so? Der ist auch schon lange mehr da gewesen, ne? Der Digi. Ne? Der lässt nach, ne? Der spielt bestimmt Ark. Weißt du, er ist jetzt in der Ark-Welt versunken. Er ist in der Pubertätsszene, ist er jetzt drin, ne? Ja, schwillen die Hormone an, ne? Ark. Heute Uzo gekauft. Was hast du gekauft? Uzo. Was ist Uzo? So. Was? Ja, diesen Griechenschnaps. Ah, Uzo heißt der. Griechischer Schnaps? Oh. Alter, macht die besoffen. Schnaps. Heute habe ich auch nur besoffene Leichen gesehen hier. Also so junge Mädchen schon besoffen. René ist hier, moin. Na? Fischkutter, ja. Ich habe schon Tabun gefangen. Ich habe eigentlich die 200 gleich mal voll. Tabun, ja, ein paar gingen. Snooks auch in Trophäengröße, einzigartig und so weiter und so fort. Gestern auch ein bisschen bis 70 Kilo gemacht, um 2 in der Nacht. Homepage, wie gesagt, die geht, ne? Aber dieser Domain, der ist erst am Dienstag oder wo sie die sehen. By the way, auch eine extra Zahl. Dafür habe ich jetzt ein Angebot von nur 90 Euro im Jahr. Natürlich habe ich andere Map, aber ich möchte hier eigentlich probieren. Ne? Ich wollte eigentlich gucken, dass ich das... Aber ich probiere jetzt mal was aus, Leute. Der Großpopper, der funktioniert schon. Ich mache jetzt nochmal diesen einen Blinker rein. Weil mit dem hatte ich auch schon gefangen. Der ging eigentlich recht gut. Der hat halt 42 Gramm. Den kannst du richtig rauspfeffern. Darüber wäre es eigentlich gut normal in dem Bereich. Ne? Der Großpapa hat 28 Gramm. Das ist ein bisschen zu wenig, aber für meine Bedürfnisse reicht es, diese Weite rauszuschmeißen. Ich könnte mal eine andere Schnur reinhauen, nur da habe ich die Gefahr, dass das Ding vielleicht reißt. Ja, der Casting Spoon ist eigentlich normalerweise nicht für Tabunen gedacht, nur ich habe eigentlich mit dem Blinker auch schon gefangen. Also ist ja nicht so, dass er nicht funktioniert. Es ist nur mit dem eher eine Seltenheit. Es funktioniert nur, ich glaube, da muss eigentlich wirklich die Zeit genau passen. Weil damals hatte ich ihn eigentlich dort gefangen, weil da drüben fängst du nicht. Du fängst sie eigentlich nur hier so, ne? Das war eigentlich so in dem Bereich. Ich probiere es einfach mal, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Richtig. Heute muss ich echt Martin mit der Maschine, ne? Schatzi war am Phoenix helfen, ne? Also in der Küche war sie da noch am Putzen. Und ich war Auto. 100, 200 Meter weiter oder 100 Meter weiter war ich Auto machen. So geil, ne? Ich hatte damals eigentlich mit diesem Blinker auch die Stufe 3 drin. Oh, Martin wird schon müde. Der Schnaps wirkt, ne? Oh. Hm, macht er dich schläfrig, Martin? In Hardcore, ich trinke nachher noch einen. Soll ich gleich Likör saufen? Schatz, hier haben wir noch Likör?
Das ist ein Kischlecker. Bringst du mir ein kleines Stamperlchen? Das ist Alkohol. Ich muss mir mal hin anstoßen. Schatzi auch. Und ja. Weil wir haben ja diesen. Ich hab so ein kleines. Kannst du ja das Eierding nehmen oder so? Da rein. Was hat auch nicht so viel von. So, das Eierding. Nicht so viel, gell, Becky? Nur so ein Stampili. Du Süße. Trinkst auch einen mit, Schatz? Komm. Wir stoßen an zur Feier des Tages. Ah, der Tabun will auf diesen Blinker, sagt er nee. Und diesen Totores, der Großpoppel, der funktioniert eigentlich schon, aber das ist eigentlich normal so ein Nachtblinker, ne? Oh! Ne, das ist ein Hänger, oder? Wisst ihr, was ich probiere? Ich habe die Idee. Ich habe eigentlich schon voll. Bring mal das Stamm. Komm, Martin, wir stoßen an, ne, Martin? Also, was? Warte, du musst dir noch was holen. Schnell. Ja, hol mal was, ne? Ja, hol was, ich mach noch einen Wurf, ne? Ich stoße jetzt mit Martin an. Martin! Ich weiß nicht mehr, ne? Tabun. Muss her. Tabun. So, jetzt habe ich hier einen 42 Gramm Saki Faki Hong Kong Blinker aus dem Medium Spoon. Kann ich mal das Fenster bitte aufmachen? Ja, klar. Oh, da ist ja der Struckspecht. Ja, warte, gleich, warte, ein Stunde, warte, ich brühe gerade noch mit den Minus Spoon, warte mal, lass mal runter. So, was trinkt man? Auf Dani, oder? Ja, okay. Da guck, Leiste, wart, Zeit verzögert. Guck mal, das Stamperl an, wart. Erst musst du sehen hier, das Ding, ne? So sieht das aus. Ne? Das ist Likör. Was trinkst du? Schnäpschen? Uso. Ein Uso. Aus dem Eierbecher. So, Matti Kühn trinkt ein Uso, ne? Aus dem Eierbecher. Und ich trinke auch aus dem Eierbecher. Es ist ein Eierbecherchen. Ja, wo man das Ei rein tut am Morgen. Ich trinke ein, was ist das nochmal, Becken? Ein Likör, nicht Kirsche. Hilf mir. Waldfrucht. Waldfrucht. Dann trinke ich mal auf Martin Kühn und auf Dani, ne? Und auf euch, meine lieben Freunde, ne? Zum Wohl, Martin, ne? Knall mal runter, ne? Ex oder nie mehr Sex? Auf die XY, ne? Ja. Ach du Scheiße. Alter, der ist gut. Oh, der zieht rein, ne, Martin? Oh, leck mich am Arsch. Darauf gleich noch ein Bildchen von euch, ne, mit Dani. So, Achtung, Leute. Lächeln. 3, 2, 1. Tschüss. Zack. Komm, wir machen mal hier von meinem Computer hier. Ein bisschen zurück, von oben. Und zack. Bild gemacht. Sehr schön, Martin. Ah, boah, der fährt rein, ne? Alter, uff. Ich werde gleich mal Motorrad fahren. Du willst jetzt mal Motorrad fahren? Ja, ich fahre Motorrad. Voll besoffen, hey, schon. Fährst du, kippst du ja nur um, ne, mit dem Ding. Gerade ganz wenige Kurven. Alter. Warte mal, wieso geht dieser Mediumsboom nicht, meine lieben Freunde? Ich muss mir jetzt mal was einfallen lassen. Ich probiere jetzt mal was. Ich lasse hier mal im Boden und schmeiß hier rüber zu den Hoden, hätte ich was gesagt. So, darüber, ne? So. Er hat Hoden gesagt. Ich habe Hoden gesagt. So, jetzt meine Lieben. Achtung, jetzt müsst ihr aufpassen. Ich mache jetzt mit Stufe 3 und stell den einfach so hoch. Ich will wissen, ob es funktioniert. Also mit Anheben natürlich, mit der Route, ne? Weil der ist ja schwer, ne? 42 Gramm. Es ist eigentlich ein Medium-Spoon, ein Blinker, wo eigentlich funktionieren müsste, aber ihr seht ja, das ist hier so ein komisches. Jetzt mal nur ohne Anheben mit der Route, ne? Seht ihr, der geht ja nicht so weit drüber, ne? Da beißt er eigentlich normalerweise, ne? Aber irgendwie
Ne, hast du dann einen Chat dran? Es ist schwierig, der Mediumspoon. Ich meine, er ist schwer, das ist schon klar. Diese Stop-and-Go-Phase funktioniert normalerweise. Aber irgendwie sagt er, ne, du, ne, Arsch, ne, verpiss dich. Der ist eigentlich dafür gedacht, aber irgendwie müssen die irgendwas umgestellt haben. Ich kann mal den Single-Spoon probieren. Das ist eigentlich normal Forelle. Ich möchte mal wissen, was passiert, wenn ich den hinhänge. Ich würde so lachen, wenn das funktioniert, ne? Ich probiere das jetzt mal. Ich probiere einfach mal den Single-Spoon. Ist zwar nicht gedacht dafür, ich möchte nur mal wissen, was passiert, ne? Wenn ich das mache, ne? Das ist glitschen, ne? Man wollte eigentlich mal wieder ihr Auftragsmörder fahren. Nochmal? Das nochmal in Deutsch, bitte, Digi? Wann wolltest du eigentlich mal wieder Eurotrax-Matte fahren? Boah, muss mal gucken, demnächst, ne? Ich hab letzte Zeit ein bisschen stressig. Deshalb suche ich mir dann ein Spiel aus und ich habe heute eigentlich keinen Bock gehabt auf EDS, deswegen, weil ich die Lizenz natürlich noch habe. Also der Single-Spoon, der funktioniert nicht, weil der ist eigentlich für Forelle. Und deswegen habe ich jetzt noch gesagt, ich will jetzt das noch spielen, ne? Weil die Lizenz verfällt ja sonst. Und jetzt wird es eigentlich Abend und jetzt probieren wir aber nochmal. Ich muss nur kurz überlegen. Der Bullet Spinner ist eigentlich auch für diese Tabune, ne? Richtig? Bullet Spinner, siehst du? Den könnte ich eigentlich mal ein paar Mal probieren, ne? Nehmen wir mal diese Farbe. Den Bullet Spinner habe ich noch nicht ausprobiert eigentlich, ne? Das ist eigentlich auch einer, wo ich nochmal verwenden kann. Den werde ich entweder twitchen oder drehen. In 10 Minuten hast du Geburtstag? Wie? Ja, im 16. Am 16.? Echt? Oh, jetzt ist es dunkel, Leute. Oh, Philbis! Oh, das war einer, Digi. Oh my gosh. Komplett daneben ist auch vorbei, oder? Oh, die Sau. Hast du es gesehen, Martin? Oh, dieser kurze. Oh, jetzt ist es dunkel. Oh, ja, ja, ja. Jetzt kann ich den nachdenken. Aber ich probiere das mal mit dem Bullet. Ich bin im Dunkeln. Das war definitiv ein Anfasser, meine lieben Freunde. Und jetzt wird es dunkel. Das heißt, wir müssen Licht machen, ne? Ich frage mich gerade, wie? Ah, hier. Noch ein bisschen Destin in der Nacht, meine Lieben. Und dann, ja, am 16. Am 16. bist du 16. Ne, Skiller? Der Crane Bed funktioniert natürlich auch. Ne? Oh, Stufe 2, kannst du den eigentlich richtig schön drehen? Ah, jetzt wird es dunkel. Und dann hätte ich eigentlich Tütentoni heißt der. Wie heißt der? Tütentoni. Alter. In der Nacht angeln, sitzt dann so ein Kühlen. Statt jetzt kann man auch wieder zumachen. Unser Fee, sonst erkälte ich mich vielleicht. Geht schon aber. Also jetzt, du magst eine Mimi sein. Ich bin Jacqueline, ne? Ich schwitze wie eine Sau. Du schwitzt wie eine Sau? Nee, du schwitzt doch nie, Bäckchen. Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Soll ich mal den Popper probieren in der Nacht? Also der Bullet Spinner, der ist nicht das, der ist eigentlich der richtige, aber auch dieser funktioniert nicht. Er funktioniert einfach nicht, ne? Ja, kannst du machen, was du willst, ne? Jetzt habe ich nochmal einen Großpopper rein hier in der Nacht. Vielleicht gibt es dann einen Tabun. Was ist denn hier los? Ich habe einen Riesen 7, das rechnet hier so. Was? Schön mit dem Mondschimmer, vielleicht geht ein Tabun ran, ne? Wir wollen das ja wissen, meine lieben Freunde.
Der Nachtblick war hinaus. Ja, dann lass es dann da gut sein. Weiß ich einfach, ne? Ich habe ja gefangen, Leute, Hütte. Es ist ja nicht so, dass ich nichts gefangen habe, aber es ist eigentlich diese. Nochmal hier drüber. Nee, schon kaputt. So, zack. Die Grinsekatze hast du, ne? Vielleicht will Flatte Bloody morgen das, ne? Können wir schon vorbereiten, der Kind. Ne, Tattoo vorbereiten, vielleicht will er ja, sonst müssen wir da alles aufstellen. Also ich glaube, in der Nacht, Martin, ist das so eine Farce hier. In Nachtblinker schon, ich weiß schon welchen, aber dann sind die Snookies. Wir wollen ja mal probieren, ob ein... Aha, aha, Welle. Oh nee, es war einer da. Ach komm. Ja, da war definitiv was in Angriffslaune, aber leider nicht richtig. Oh, Spiel, 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 was tust du mir an? Hm? Wir hauen aber einen Nachtblinker hin. Oh, was passiert, ne? Kommt. Oh doch, der geht ja relativ gut mit 14 Gramm noch raus. Das wundert mich jetzt. 14 Gramm und ich komme? Wie weit? 46 Meter? Alter, bist du wahnsinnig, bist du erschreckt. Was war das jetzt? Was war das jetzt, Martin? Spürst du den Schnaps? Was war das jetzt? Martin? Ja. Was war das jetzt, bitte? Das war so ein. Ach, so ein. Echt? So ein Schnaps-Schlaf-Zwischensyndrom, oder wie? Was war das? Mach das nochmal. Alter, bin voll erschrocken. Geht's noch? Ja. Alter, bin ich gerade erschrocken, was ich da der Zwerg bei dir vorbeigelaufen, ey. Muffipuff. Puff. Da hat geschissen, die Sau. Wer? Ja? Kuno. Ja, durch die Kopfhörer habe ich es gehört. Alter. Na, deine gehen wenigstens. Gamerfuzzi geht gar nichts. Und die Webcam. Kuno, du hast so gut gefurzt. Oh, jetzt kriege ich die Nase. Ja, dieser geht auch nicht, meine lieben Freunde. Lamsang werde ich sauer, aber ich will ja... Eigentlich bin ich ja schon voll eigentlich. Also klassisch, ne? Weil das Ding ist so stark, so ein Schnaps. Ne? Ein Wuso hast du gekauft. Wuso. Hast du ein Wuso gekauft, wirklich? Was kostet der? Wuso, vier noch was. Vier noch was? Okay. Reicht für 20 Tage oder so. Schnaps, ne? Alter. Kannst aber auch nur eindringen, ne? Von dem oder zwei. Ja, eiskalt. Und dann ungefähr nach 15, 20 Minuten fängt an zu wirken. Ja. Danke, Bäckchen. Ja, guten Tag, ich bin der Hamme. Und dann... Also der geht gar nicht, Leute. Wir testen gerade in der Nacht, ne? Ich will ja wissen, ob... Ne, Bäckchen, du? Süße Wuso, du? Der funktioniert nicht, meine Lieben. Der funktioniert auch nicht. Diese Nacht Neros 14 Gramm. Werde ich mal probieren. Der geht eigentlich normal auf Snooki, Snooks, Dobby Dogs. Hat letztens eigentlich eine Nacht auch funktioniert. 21.28 Uhr. Everglades ist ein Spezialgebiet. Ich bin eigentlich zufrieden. Gebissen hat's ja. Puh, der nachgeht auch nicht, Leute. Ganz komisch. Hä?
Der hat doch sonst auch funktioniert. Alter! Den nächsten Tag vorspringen. Aber ich werde noch einen anderen. Also bis ich den Level 50 habe, Leute, wird es noch bis Weihnachten dauern, denke ich mal. Ah, das ist so ein Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Probier nochmal den Popper hier, den Großpopper. Vielleicht das, was kommt oder nicht. Ne? Ist nicht einfach, Leute. Ne? Ja. Gucken wir jetzt noch ein bisschen Fernsehen. So, Stufe 1 und zupfen. Komm, einer in der Nacht, der letzte. Ich höre nur, ich sehe nicht mehr. Die sind alle schneller als ich hier. Wer? Decke, die fahren alle schneller als ich. Ja. Ja, ich lasse gut sein. Das bringt nichts mehr, Leute. Ich will jetzt nicht einen Tag vorspulen, das kostet wieder Geld. Ich gehe mal von der Map raus, ich gehe dann mal wieder auf die andere Map. Ich mache mal einen Großpopper hier mal was anderes probieren. Mississippi wäre lustig, ne? Ein Mississippi, zwei Nein. Mississippi, drei Mississippi, vier Mississippi. Massachusetts. Genau. Mondschein, Mondschein, frischer Mondschein. Kennst du noch? Gesprengte Ketten, Mondschein, was ich Schnaps gemacht habe. Ich bin vorbei. Okay, jetzt doch nicht. Schön. Besoffen mit dem Motorrad über die Nordschleife. Was? Nee, nicht Nordschleife, hast du nicht mehr Motorrad. Echt? Aber nicht Eagle of Man, kommt erst, ne? Das eine hier, ne? Raid, oder wie heißt das? Radi, oder? Ja, das ist vorbei, meine lieben Freunde. Popper geht nichts, das geht nicht mehr. Das heißt für uns, wir lassen es gut sein. Weil es hat eigentlich jetzt so von dem her keinen Sinn mehr. Ich probiere jetzt aber mal was aus. Ich gehe auf Karte. Oh, die Bisszeiten kommen hier. Warte mal, Leute, guck mal, die Bisszeiten. 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Warte mal, stopp. Guck mal, hier 3 Uhr, was für Bisszeiten sind. Was? Warte, das will ich wissen. Warte, in der Nacht hier. Habt ihr das gesehen, diese Bisszeiten? Wenn das, habt ihr das jetzt gerade gesehen? Die ist voll oben, ne? Ja, in Florida weht ein anderer Wind, glaube ich. Die Zeit darfst du bei uns gar nicht angeln. Da um 3 Uhr in der Nacht bin ich hier im Steg und fisch, ne? Gott im Himmel des Heiligen Reiches und weiß ich was, wo es heißt hier. Also eigentlich der Nervospoon, ne? Nee, das Spoon, der Nervospoon, dieses Krämmchen hier, das funktioniert eigentlich nochmal hier drüben gut, aber irgendwie die Bisszeiten werden jetzt eigentlich supi. Probieren wir mal. Lassen wir mal runter, gucken wir mal, was passiert. Wir lassen gar nicht runter, wir lassen mal oben. Das ist ja ein Nachtblinker, ne? Da ist das Zeichen da vom Mond. Ne? Das müsste ja eigentlich normalerweise funktionieren, ne? Das hat eigentlich letztens mit den Snookies auch funktioniert, mit dem Nervospoon. Das ist mir echt ein Rätsel gerade hier. Boah, ich bin auch müde, Leute. Für heute bin ich eigentlich wirklich down. Ne? Was sagt das die Bisszeit hier? Die wäre eigentlich hoch jetzt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen gerade. Jetzt lasse ich mal unten. Weil der hat ja letztens auch funktioniert mit den Snookies, ne? In der Nacht, wo ich da getestet habe. User disconnected from your channel. Oh-oh. Oh-oh. Da hat wohl einer den Laptop gesprengt. War das Geberfuzzi? Keine Ahnung, oder die Kohle ist wieder alle. Was?
Der Riesenlüfter ist kaputt. Ja, du. Kernkraftwerk geschmolzen. Ach nö. Nee, Leute, das sagt mir jetzt einfach hier aufhören, im Bett gehen. Weil die Bisszeiten wären gut, aber die Snookies sagen, ich muss auch nicht da hinten werfen, ich kann auch hier leicht werfen. Jetzt fange ich schon an zu leiern, jetzt ist es soweit. Ich wollte eigentlich die 200 Orange sehen, ne? Das ist schon sehr belastend gerade, muss ich sagen. In der Nacht, da ist es schön. Na komm. Skill hat jetzt Geburtstag. Skill, alles gut zum Geburtstag, Digi. Wie jung, wie alt? Wie dick? 16 ist er geworden jetzt. 16, am 16. Das wäre immer geil. Am 16.02.2020 ist Killer 16 geworden. Läuft bei dir, ne? Bis. Aha. Stream drin. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute wünsche ich dir. Und der Skiller ist heute 16 Jahre jung und er ist im Sternzeichen ein. Ne? Wassermann. Richtig. Alles gut zum Geburtstag, Digi. Ist er im Chat drin? Das weiß ich jetzt nicht, weil er wurde selber streamen. Was? Sickler. Motto. Jetzt heißt du auch schon Sickler am Geburtstagstag. Das warst du wieder, Daddy Bear. Sickler, alles gut zum Geburtstag, Sickler, Alter. Nicht Hitler. Nicht Hitler, Sickler. Skiller. Skiller, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute wünsche ich dir. Du hast heute Geburtstag, 16 Jahre jung, das ist schön. Na, wie fühlt man sich mit 16? Wow. Ein Jahr älter, ne? Es ist nicht möglich, Fischer das Netzkirche zu polieren. So, jetzt muss ich freilassen. Ich bin voll, ne? Ja! 200 Folge macht, meine lieben Freunde. Das heißt, wir verpissen uns von hier. Sehr schön. Es gibt Kohle. Jetzt hätte ich, glaube ich, die 100.000. Sag mir bitte ja. Gib mir meine XP. XP. Ich kriege XP. Ding, ding. Komm, jetzt gucken wir mal. Ja, primär Hausfoto. Oh, das sieht gut aus. XP. 86.000, du Arsch. 164 Paint Coins. Die könnte ich jetzt eigentlich eintauschen, ne? Was kriege ich dafür? Wie viel? 104? So hätte ich 100.000, ne? Ne, ich behalte noch die Paint Coins. Komm. L.A. Michigan, ne? Was ist das hier? Ne, das ist eigentlich nicht Mississippi. Ich werde eigentlich... Bitcoins, die kosten so viel, 50, 100, ich brauche 6.000. 300 Bitcoins kosten, die spinnen doch, ne, die Römer. Ja, 1.000 Bitcoins kosten 44, das kannst du gar nicht leisten, 89. Also, wir wissen schon, wie sie es machen, ne? Missionen gibt es noch. Ich bin heute eigentlich noch zur Mühle. Demnächst, ich möchte eigentlich dieses, da möchte ich gern hin. Hier. 50er, ne? Hier. Nee, nicht hier. Was hier mit den Doubloons? Nee. Nee. Wo waren das? Nee. Crane Cake. Alaska, ne? Wann das jetzt hier? Acid Everglades. Wo diese Taboon war, ne? War das hier Großbritannien? Nee. Rostiva, 42. Was ist denn der 50er Fluss? Ah, hier, 54. Blaue Krabbeninsel. Da gibt es die Tabune. Da geht es richtig ab. Bei Level 54. Wenn ich jetzt freischalten würde, das kostet mich 6.000 Bane Coins. Ne? Die Spinnen, oder?
Alter, kannst du 50er hier freischalten? 4000, ich bin doch, ey. Ja, war verarschen. Was kostet das? 3000? Wir wissen genau, wie sie es machen, damit du dann was zahlst, ne? So, meine Lieben, ich lasse es gut sein für heute. Ich kann nicht mehr. Ende Gelände. Noch schon was machen. Meine Lieben, ich sage Dankeschön an Markus C. und an euch für die Spenden von Markus C. Fettes Herz, der ist schon schlafen. Wow. Hätte ich nicht erwartet heute. Ich gehe jetzt pennen. Also ein bisschen fertig gut mit Bäckchen, ne? Meine Süße. Wo ist eigentlich Hemi? Und der Bär, guck mal, wie der drin liegt. So. Martin, ich sag Dankeschön, ne, fürs dabei gewesen sein, fürs Helfen. Wir sehen uns heute irgendwann, ne? Flati kommt um 12 Uhr oder so, irgendwann hat er geschrieben. Ich muss auch kurz was machen nochmal mit der Homepage und so, ein bisschen was einstellen und dann sehen wir uns heute irgendwann wieder, ne, am Abend oder so. Mal gucken, wie es mir ausgeht. Ah, die Brille drückt, das ist so, ne. Geil. Zum Schutz, dieses UV, das geht mir auf den Seppel, ne. Skiller, alles Gute nochmal zum Geburtstag, ne. Bester, ich mache mir einen neuen Spendencode, mal gucken, was ich reinhaue. Vielleicht eine Weltzahl wieder, ne, 777 oder so. Oder was sieben. Geht dir da vorne ab? Wo, was? Achso, du bist wieder am Fahren. Wir sehen uns, wir hören uns, meine lieben Freunde. Ich liebe euch, seid die Besten, küsse eure Augen und schlaft schön, ne, wenn ihr pennen geht, wenn ihr noch wach bleibt, viel Spaß beim Spielen. Und wir hören uns. Killer hat heute Geburtstag, ist 16 geworden, alles Gute nochmals, Killer. Und ja, heute nicht so viel los gewesen, aber dafür habe ich noch einige Fische gerade 200 Kilo voll gemacht. Gestern noch 70 eigentlich und der Rest halt heute noch. Ne? Das sind dann 130 waren das noch Kilo. War der Bohne bei Snookies gefangen und so weiter und so fort. Spendenkohle ist auch voll. Dankeschön an Markus nochmal für 50,65 €, was ich gesamt gering habe. Ihr seid die Besten. Mir fehlen die Worte. Ich bin schwer begeistert. Ich bin draußen, meine lieben Freunde. Tschüssi, schlaft schön und wir hören uns, ja? Bye, bye.